Was so ein Sigmar Gabriel gesagt hat und sowas, ne? Ich sage euch, wir haben gar keine Bundesregierung, wir haben Frau Merkel als Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation hier in Deutschland. Das ist das, was hier ist. Tobendem Beifall der Delegierten und sowas eines SPD-Parteitages. Man sollte immer gucken, in welchem Umfeld sagen welche Politiker was. Ich behaupte immer das Gegenteil von dem, es war, was die meisten Leute denken. Denn wenn man Umfragen sich anschaut, dann wird man feststellen, dass in der Glaubwürdigkeit Politiker heute hinter Werbefachleuten rangieren. Und da weiß man ja, die sind auch noch dahinter. Meine Damen und Herren, immer umgekehrt. Weil das so ist, sind Politiker prädestiniert, hin und wieder die Wahrheit zu verkünden. Denn man glaubt ihnen nicht. Aus meiner Sicht folgen die dahinter eine Strategie, nämlich aus der Nummertäuschung im Rechtsverkehr rauszukommen. Und deswegen sagt hier der Herr Seehofer, und zwar auch der Kontext, in einer so Kabarett hält sich oder hält sich, so Kabarett-Dings. Da kann man das ja mal ungefährdet sagen, auch so ein toller Joke. Das ist aber kein Joke. Die sagen mal ganz unverschämt und brutal die Wahrheit. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nicht zu entscheiden. Und das kennen wir und darauf möchte ich mich konzentrieren. Und wir in Deutschland sind seit dem 8x45 zu keinem Zeitpunkt voll souverän gewesen. Aber wissen Sie, mit der vollen Souveränität verhält es sich so wie mit der Frau, die nicht ganz schwanger ist. Ne? Also entweder ich bin souverän oder ich bin es nicht. Und jetzt kommt der Punkt, jetzt können wir bestimmte Aussagen, die jemand so tut, schlicht und ergreifend mal überprüfen. Ich bin heute mit einem Auto hergekommen, das Auto ist schwarz. Sie können draußen rausgehen, sich davon überzeugen, dass das Auto schwarz ist. Im Kfz-Brief steht drin, es ist schwarz. Da kann man dann davon ausgehen, dass es schwarz ist. In der Zulassung haben sie reingeschrieben, farblos. Und als ich gefragt habe, diejenigen, die die Dinge ausgestellt haben, ja, was hat denn das für eine Frage? Da haben die geantwortet, frag doch mal einen Maler. Wer muss es wissen? Und wenn dann Leute hin und wieder in Foren schreiben, ja, ich weiß nicht, was ich glauben soll, da gibt es Professor Doktor sowieso, der hat sogar Recht studiert und so weiter, und der sagt, das Auto ist grün. Also wer nicht bereit und in der Lage ist, mal ans Fenster zu gehen und rauszugucken oder sich eben die Zulassung oder die Fahrzeugpapiere zu nehmen, dem kann ich nicht helfen. Und der ist in der Betreuungsorganisation BRD auch ganz gut aufgehoben. Und dann sind die Dinge immer ganz einfach. Und wir sollten sie immer aufs Wesentliche zusammenschrumpfen. Dann sind die Linien, die wir als Liebesweil, sagen wir mal, uns gegenüber dem System aufbauen können, eigentlich auch sehr einfach. Gesetz zur Bereinigung von Besatzungsrecht, da kann man das dann überprüfen. Nehmen wir mal Grundgesetz. Ach übrigens, es gibt ja von vielen Leuten, das ist eigentlich auch meine persönliche Rechtsauffassung, die stelle ich hinten an. Ist das Grundgesetz gültig oder nicht? Geltungsbereich aufgehoben, ja. Aber dann gibt es den einen im Internet, der sagt das und der andere sagt das und dann wieder die Leute, wem soll ich denn glauben? Man wird oft zugemüllt mit den Dingen und dann weiß man Einkommensteuergesetz 537. Heute weiß ich, wenn es um das Einkommensteuergesetz geht, kann ich an der zweiten Zeile aussteigen. Warum? Da steht Veröffentlichung. Von wann ist das Einkommensteuergesetz? Wissen Sie das? 1934. Genau, 1934, Nazi-Gesetz verboten. Und tschüss. Die Dinge können irgendwann ganz einfach sein. Nur wie wir dann damit umgehen und wie man das dann durchsetzt, das wird ein Stück komplizierter. Nee, komplizierter nicht, vielleicht ein bisschen komplexer und man muss es auch wieder auf das Wesen zusammendampfen und dann sind es... Früher habe ich 20, 30 Seiten mitunter Rechtsbriefe geschrieben und meine Rechtsbriefe heute, die sind ein oder zwei A4 Seiten maximal und eigentlich ist es kein Brief, es ist eher eine Rechnung. Und wie wir das machen, das zeige ich Ihnen dann auch noch im Verlauf, wenn Sie heute was mitnehmen, nämlich das, was Sie dann letzten Endes anwenden können. Das, was zweifelsfrei gilt, ist zum Beispiel dieses Gesetz zur Bereinigung von Besatzungsrecht. Das haben wir auch abgefragt. Aktivisten immer rangeschrieben. Wir können ja gar nicht glauben, was wir lesen. Da steht hier zur erstens Aufhebung von Besatzungsrecht. Und dann stehen hier verschiedene Texte. Daraus geht eigentlich hervor, dass das Grundgesetz so gilt, nämlich nur noch in diesen Artikeln. Aber wenn wir die anschreiben, gilt das Grundgesetz? Ja, das Grundgesetz gilt. Ja, wahrscheinlich als höchster AGB und für diejenigen, die darauf geschworen haben.
Aber der Punkt ist, und das ist die Frage, und deswegen versuchen Sie immer alles unter der Brille zu sehen, mir geht es heute nicht darum, Recht zu haben. Und dann sagen Sie, das ist ja ein Ding. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder die haben auch gesagt, das Recht ist anders. Und dann stellen Sie fest, Menschen, die halten sich ja eventuell gar nicht an Recht. Und dann kann ich Sie trösten, die halten sich sehr wohl an Recht. Nur Sie haben nicht gedacht, Sie haben nur die Rechtsfassade gesehen, die für uns ist, und nicht das Rechtssystem, das eigentliche, was das Programm, was dahinter läuft. Nämlich hinter die Matrix geschaut, die da läuft. Und da muss man mal gucken. Und dann sage ich Ihnen gleich im Vorweg, wir sollten uns nicht mehr konzentrieren auf Staats- und Völkerrecht. Wir sind im Lissabon-Vertrag. Das ist Privatrecht. Der Zug ist abgefahren. Wir haben nur noch eine Chance im Handelsrecht und im BGB. Und da kann man sehr kreativ sein. Und da halten sich die übrigens auch an die Rechtsregeln. Warum glaube ich nicht nur, dass das so ist, sondern wir kriegen auch den Beweis. Dieses pyramidale System, was Sie schon auf dem Dollarschein sehen, in einer hierarchischen Struktur, braucht Regeln. An der Spitze stehen Paranoide. Die haben selbst Angst. Und wie können die sicherstellen, dass diejenigen, die unter ihnen in den Hierarchieebenen und sowas, nicht aus Versehen die Pistole mal gegen sie richten? Dafür braucht es ganz strenge Regeln. Je totalitärer ein System, umso ausgeprägter der sogenannte Rechtsstaat. Das hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun, aber davon war ja auch nicht die Rede. Es war von einem Rechtssystem die Regel, die diejenigen diktieren, die Recht setzen. Die haben nicht unser Gerechtigkeitsempfinden und unser Sinn für Recht und Gerechtigkeit im Sinn, sondern die setzen Regeln. Und diese Regeln funktionieren aus einem Grund nur, weil wir sie annehmen. Und weil wir zum größten Teil die wirkliche Regel, nach der es geht, in der Regel nicht kennen. Weil uns nach außen hin ein Rechtsschubprogramm vorgeführt wird. Und ich sage es so, wie ich hier stehe, es wird ja aufgenommen, das Bundesverfassungsgericht ist Barbara Salisch in roten Roben. Das ist das. Warum ist das so? Nehmen wir an, wir haben die angeschrieben, gilt das Grundgesetz? Wir haben gesagt, ja, das Grundgesetz gilt. Ist der ganze Spaß hier souverän? Der Schäuble hat es ja selber gesagt, seit dem 8. Mai 1945 sind wir in Deutschland, und zu den Bedeutungen kommen wir gleich noch, wo nämlich die Täuschung im Rechtsverkehr ansetzt, wo die Kriegslisten eigentlich wirklich laufen, denn selbst wenn die nicht ganz die Wahrheit sagen, verstoßen sie ja nicht mal gegen Recht, sondern sie wenden die Haager Landkriegsordnung an und da steht im Artikel 24, Kriegslisten sind erlaubt. Da sagen die Leute, sehr unerhört. Wir sind 60 Jahre Frieden. Nein, wir haben seit über 60 Jahren einen Waffenstillstand. Und Deutschland hat bis heute keinen Friedensvertrag. Und weil das so ist, gibt es ganz bestimmte juristische Regeln, die sind uns nur nicht geläufig. Und da muss man öfters mal hinterfragen. Und wie souverän wir sind, und da kann ich die ganze Geschichte auch im Grundgesetz abhaken, liest man im Artikel 120 und der fängt an, der Bund trägt die Aufwendung für die Besatzungskosten. Ja, das haben ja souveräne Staaten so an sich, dass sie das tun. Und wenn wir dann die anschreiben, Bundesbereinigungsgesetz für Besatzungsrecht, gilt denn das? Und die, werde ich Ihnen gleich den Brief zeigen, gilt. Dann steht da drin, ja, Aufhebung von Besatzungsrecht. Und dann denkt der normale Leser, ach, guck mal an, da haben die schon wieder Besatzungsrecht aufgehoben. Im Jahre 2007, ein bisschen spät, aber wird schon seine Ordnung gehabt. Und dann liest man weiter im Paragraph 2, Aufhebung bundesrechtlicher Vorschriften über die Bereinigung von Besatzungsrecht. Es werden aufgehoben. Das erste Gesetz zur Aufhebung des Besatzungsrechts, das zweite, das dritte und das vierte. Meine Damen und Herren, was ist denn die Aufhebung der Aufhebung? Was ist ja interessant. Dann haben wir gesagt, Mensch, ob wir das auch wirklich so verstehen können, angeschrieben. Bundesministerium der Justiz, Anfrage zu Rechtsbereinigungsgesetzen vom 24. Februar 2011, war die Anfrage. Die schreiben dann, bla bla bla, der Kernsatz,
Beide Gesetze über die Rechtsbereinigung sind somit voll wirksames Bundesrecht. Von ihrem Zweck her setzen sie älteres Recht, das keinen praktischen Anwendungsbereich mehr hat, außer Kraft. Die Bestätigung, dass Besatzungsrecht gilt. Also wir haben die Bestätigung von denen, dass das Grundgesetz gilt. Wir haben die Bestätigung von denen, dass Besatzungsrecht gilt. Und wenn man das zu Ende verfolgt, muss ich jetzt lange herhalten, heißt es, die alliierten Chefgesetze, SMAD-Befehle, Kontrollratsgesetze und so weiter sind hier in Deutschland vollgültig. Das steht hier drin. Natürlich mit freundlichen Grüßen im Auftrag beglaube ich durch eine Tarifbeschäftigte. Und tschüss, eigentlich. Aber immerhin kriegt man ja von denen eine Antwort, ist ja schon viel wert. Übrigens, ich bin ja auch Geschäftsführer des Schweizer Stiftungsbundes, wenn man öfters mal mit Dokumenten, die von denen offiziell herausgegeben worden, mal im Ausland vorspricht und nur die fragen mich, das gibt es doch gar nicht. Die können das mitunter gar nicht glauben, was hier in Deutschland läuft. Und oft, ich hatte auch schon Vorträge in Tschechien. Sie glauben gar nicht, wie man dort auf offene Ohren stößt und wie die über die deutsche Situation viel mehr Bescheid wissen als wir hier. Also die Einzigen, die hier schlafen, sind wir. Unglaublich. In Europa nimmt das, was hier läuft, eigentlich immer mehr Konturen an und die wissen eigentlich immer mehr Bescheid. Das kennen wir ja von dem Sigmar Gabriel, können wir auch weitermachen. Und jetzt kommt ein Widerspruch, auf den ich Ihnen aufmerksam machen möchte, wie die Täuschung im Rechtsverkehr läuft. Auch bei einer Aktivistin läuft dann so ein Brief ein. Ich habe auch oft Fragen gestellt. Als Geschäftsführer des Stiftungsbundes schreibe ich mal die Alliierten an. Können wir bestimmte Geschäfte so machen? Stimmen wir das richtig so und so und so? Ich wollte auch Befehlsnummern von den Alliierten haben. Und schreiben die an, die Amerikaner, die Russen und so weiter und so fort. Und wissen Sie was? Wegen der Brisanz antworten die vorsichtshalber auch nicht. Deswegen ist es ganz wichtig, weder ich werde Ihnen Ihre Freiheit geben, noch irgendjemand. Ihre Freiheit können nur Sie sich selbst wiederholen. Und eine wichtige Aussage von einem Konsul in der Botschaft war, woher wollen wir wissen, dass Sie Hilfe brauchen? Sie müssen uns schon sagen, dass Sie Hilfe brauchen. Deswegen ist ein persönlicher Schutzantrag unter anderem bei der Russischen Föderation unerlässlich. Wenn man etwas tut, das sollte man schon anzeigen. Das ist auch deswegen wichtig, weil die uns gesagt haben, wissen Sie, wir haben den Eindruck, wir kennen die Rechtslage, aber wir haben den Eindruck, das deutsche Volk hat sich hier mit der Situation arrangiert. Dann sollten wir denen mal zeigen, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die sich hier nicht mehr damit arrangiert haben. Dann haben die natürlich auch, und so muss man entscheiden, das sollte man übrigens auch im Hinterkopf haben, dass die unter anderem auch gesagt haben, wissen Sie, das ist ein Problem für die. Unser eigenes Volk denkt, das Russische, die deutsche Demokratie ist die beste. Ja, die Manipulation und Umerziehung hat halt auch da funktioniert. Nicht nur bei uns. Und ich glaube, das ist ja wichtig. Wissen Sie, wenn wir uns so vortasten, wir können uns da im Recht. Und da ist so viel Täuschung im Rechtsverkehr dabei, so viele falsche Fährten und Abstellgleise, die überall liegen. Und selbst wenn du dann im Recht bist, wissen Sie, dann haben Sie immer noch das Problem, oh, wir sind im Recht, eigentlich müsste doch die Sache funktionieren. Aber wenn da zwei von diesen Regierungschefs, deswegen treffen die sich auch persönlich, dann nichts ersetzt den persönlichen Kontakt, das wird immer, das wissen Sie selber und das wird auch da so sein. Und wenn so zwei abends am Lagerfeuer mit einer Flasche Whisky sitzen, da können sie 100-mal im Recht sein. Wenn die sich verstehen, haben sie keine Chance, fertig. Weil so einfach ist die Welt. Die ist wirklich oft so einfach. Und die Dinge sollte man einfach mit berücksichtigen. Jetzt steht hier schon die ganze Zeit dieser Brief dran. Einmal haben die Briten dann doch geantwortet. Auf so eine Anfrage, nämlich die britische Botschaft. Und ich lese Ihnen mal den Kernsatz, wo es geht hier um die Souveränität Deutschlands. Wurde denn da auch angefragt? Und da schreiben doch die Briten folgende Geschichte. Ach, zurück nochmal. Der Kernsatz lautete, immer auch ganz kurze Texte, ne? Die damit verbundenen alliierten Vorbehaltsrechte verloren erst 1990 mit der deutschen Wiedervereinigung und dem Inkrafttreten des 2+4-Vertrages am 15. März 1991 auch völkerrechtlich ihre Wirkung, als Deutschland die volle Souveränität erhielt. Heute ist kein Gesetz der Militärregierung in Kraft. Oh. Interessant ist das Datum, wo die mal geantwortet haben. Es war genau der 18.11. im letzten Jahr,
an genau dem gleichen Tag, an dem Schäuble in Frankfurt im Bankenkongress sagte, Deutschland war zu keinem Zeitpunkt souverän. Ist es nicht interessant? Die Frage ist, wer lügt? Haben Sie eine Idee? Die Antwort ist einfach. Beide sagen die Wahrheit. Und beide täuschen. Beide täuschen uns in der Verwendung der Begrifflichkeit des Wortes Deutschland. Und darauf fallen wir rein. Der Begriff Deutschland wurde von den Alliierten klar definiert. Als Völkerrechtssubjekt gab es früher das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Es gab den Bund Deutscher Länder, es gab den Norddeutschen Bund, daraus ging das Deutsche Reich hervor. Die Weltkriege wurden vorbereitet. Erster Weltkrieg zur Auflösung der Monarchien, vor allen Dingen gegen die russische Monarchie. Hat ja auch geklappt mit der Oktoberrevolution und so weiter und so fort. Sie kennen dann die Geschichte. Der Zweite Weltkrieg wurde ausgelöst, maßgeblich Großbritannien gegen Deutschland, auch mit dem Ziel, Deutschland zu schwächen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich die Geschichte betrachte, die haben das Schachspiel schon längst durchgeplant und das liest man auch in Briefen, die sind 150 Jahre alt. Da ist das ganze Spiel durchgeplant und das läuft dann einfach so durch. Und auf uns haben die eigentlich im Rass immer, weil die Deutschen haben sich nicht ganz gehalten. Es war vorgesehen, dass wir den Krieg verlieren gegen was daneben. Weil es nämlich ein paar aufrichtige Leute gab, die haben sich dann fürs Volk eingesetzt und so weiter. Und das war um Haaresbreite gegen die Sache daneben. Und man könnte sich eventuell mal fragen, das sind so die Geschichten, aber ich gebe das mal so als Anregung rein. Warum gibt es Generale, Oberkommando der Wehrmacht, die landen am Galgen? Und 6, 7, 8, 9 Jahre später gibt es andere Kommandierende der Wehrmacht, die wurden Generalinspekteur der NATO. Und da ist die Frage erlaubt, und das möchte ich Ihnen zeigen, die Nazis sind weitergekommen. Die Echten. Das ist der Punkt. Und das erfordert irgendwann mal, huch, was passiert jetzt hier? Ein völliges neues Herangehen an die Geschichte und was hier gelaufen ist. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass im britischen Foreign Office wichtige Unterlagen zum Zweiten Weltkrieg bis 2045 verschlossen sind. Die müssen einen Grund haben, das bis 2045 zu verschließen, oder? Und dann werden noch wahrscheinlich viele Überraschungen auf uns warten, wie das wahrscheinlich wirklich gelaufen ist. Und dann wird man auch wahrscheinlich des Öfteren seine Auffassungen, seine Meinungen oder seine Kenntnisse vollständig revidieren können. Aber meine Damen und Herren, das ist nicht schlimm. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn Sie sich selber vor den Spiegel stehlen müssen und sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Das hat nichts mit Ihrer Intelligenz zu tun. Wir sind alle getäuscht worden. Und das ist der Punkt. Deswegen würde ich Sie ermuntern, dass es auch nicht schlimm ist, mal über seinen Schatten zu springen und zu sagen, ja, das, was ich gestern gedacht hatte, war halt Mucks. Ja, jetzt gucke ich heute auch nicht mehr. Das ist vielleicht okay so. Der Grund, die haben Krieg, wie gesagt, gegen das Deutsche Reich geführt und die wollten das Reich und den Reichsbegriff auch in der Bevölkerung eliminieren. Aber wenn man völkerrechtlich, kann man das nicht eliminieren, jedenfalls nicht das Völkerrechtssubjekt. Wenn man den Begriff ändert, muss man einen neuen finden. Und die Alliierten taten das. Und sie taten das in dem Artikel 7 des Chefgesetz Nummer 52, Begriffsbestimmung, finden Sie im Punkt E folgenden Satz. Deutschland bedeutet das Deutsche Reich, wie es am 31. Dezember 37 bestanden hat. Und wenn die Alliierten sich äußern zu Deutschland, dann meinen die das. Und die Aussage der britischen Botschaft könnte man interpretieren, dass das Deutsche Reich, Leute, wir sind frei. Das Blöde ist, wir laufen alle mit einer Nazi-Kennkarte, Personalausweis Deutsch durch die Gegend und haben eine Firma angenommen, weil ja keiner was mit diesem Ding zu tun haben will. Ach so, mal so nebenbei, würden Sie mit Nazis einen Friedensvertrag schließen? Ich nicht, wenn ich der Alliierte wäre oder einer von denen. Und deswegen lassen die bestimmte Dinge letzten Endes einfach so weiterlaufen. Nun hat Schäuble gesagt, Deutschland ist nicht souverän. Wie versteht ihr denn das? Und deswegen würde ich Sie ermuntern, bestimmte Briefe auch zu schreiben. Und auf unserer CD ist doch alles drauf, Muster schreiben in Word. Da müssten Sie, wenn Sie wollen, nur noch die gelb markierten Felder, ich werde das gleich mal zeigen und sowas ändern, um dann bestimmte Anfragen selbst zu tun. Denn, meine Damen und Herren, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und ich kann Ihnen heute viel erzählen und morgen kommt jemand und erzählt Ihnen das. Und es gibt nur eine Sache. Überprüfen Sie es selbst.
Und all mein Wissen, was ich hier heute vortragen kann, das habe ich nicht nur in klugen Büchern gelesen. Gut, ich habe auch ein paar Bücher gelesen, ich habe auch ein paar Rechtstexte gelesen. Das wirkliche Wissen kommt ausschließlich durch die Tat, durch die Interaktion. Und dann ruft man mal was in den Wald rein und dann guckt man mal, was zurückschallt. Ach, so. Wie nutzt es mir? Hin und her, her und hin. Und daraus letzten Endes erwächst das Wissen. Und deswegen so meine Empfehlung, Brief an Ihr Einwohner Mellheim, so können Sie mal so ein Stück starten. Da passiert auch gar nichts. Sie haben ja alle so eine Personalausweise, jedenfalls die meisten von Ihnen, da können Sie mal raufgucken und sagen, ach, guck mal an. Mit der Sichtung meiner Ausweisdokumente sind mir einige Ungereimtheiten oder Unklarheiten aufgefallen, die mich zu folgenden einfachen Fragen an Sie veranlassen, da Ihre Verwaltung diese Dokumente herausgibt. Bitte teilen Sie mir rechtsverbindlich mit, wie genau der Staat als Substantiv bezeichnet heißt, in dem Sie und ich leben. Erbringen Sie mir für diesen Staat Ihre amtliche Legitimation. Und mal so nebenbei kriege ich bei Ihnen noch was anderes außer Deutsch. Können Sie mal fragen. Und an den Antworten werden Sie sie erkennen. Ich zeige Ihnen das welche, was da so kommt. Bevor ich den Brief zeige, der aus dem Innenministerium, seinerzeit war er noch Innenminister, der Herr Schäuble, kommt, möchte ich Ihnen zeigen, was die auf der, können Sie heute noch lesen, Staatsangehörigkeit auf der Seite des Innenministeriums, also des Bundesministeriums des Inneres finden. Da steht, die Staatsangehörigkeit bezeichnet die Zuordnung eines Menschen zu einem bestimmten Staat mit allen Rechten und Pflichten. Entsprechend wird mit Staatsangehörigen jemand bezeichnet, der einem bestimmten Staat angehört. Kann ich mitgehen? Und das ist demzufolge ein Substantiv. Stimmt's? Nun der Brief von Schäuble. Zu Ihrer Anfrage. Also die Anfrage war, wie heißt der Laden hier? Haben Sie eine Legitimation und gibt es noch was anderes? Zu Ihrer generellen Anfrage kann ich Ihnen folgende Informationen geben. Generell wird die Staatsangehörigkeit in Reisepässen und Personalausweisen zutreffend mit dem einschlägig und grammatikalisch richtigen Adjektiv Deutsch geschrieben. Der Name des Staates, in dem Sie liegen, ich lege hier die von Ihnen angegebene Adresse zugrunde, wird im amtlichen Sprachgebrauch mit Bundesrepublik Deutschland Vollform, Deutschland Kurzform bezeichnet. Wo ist die Täuschung? Der sagt nicht, der Staat heißt Bundesrepublik Deutschland, sondern der wird nur als solcher bezeichnet. Langform, Kurzform. Und da er auftritt auf einer Pressekonferenz und jeder weiß, er ist Bundesinnenminister oder jetzt Bundesfinanzminister, dann weiß er, der spricht für die Bundesrepublik Deutschland. Und da sagt er, die ist nicht souverän. Und das stimmt, das ist ein Unterschied, steht ja auch drin, im Grundgesetz und all den Dokumenten, die Sie haben. Das ist das, er ist eingesetzt als Treuhänder für Deutschland. Der ist ein Hausverwalter für Deutschland, von den Alliierten eingesetzt. Der wird von denen kontrolliert. Die Treugeber sind die Alliierten, weil die Deutschland nach wie vor besetzt halten. Ja, und die sind an der kurzen Leine, die sind nicht frei. Die sind besetzt, die haben Besatzungskosten zu tragen und so weiter und so fort. Das sagt er. Und deswegen sagt er auch hier, und das wird eben die Täuschung, dass uns suggeriert wird, die meinen beide Deutschland, aber beide verstehen sie unter Deutschland etwas völlig anderes. Und mit dieser Konditionierung arbeiten die. Und dann sagen die, auch Deutschland ist doch frei und der sagt das, ja was soll ich denn jetzt wieder glauben? Mal ganz präzise in die Begriffsbestimmung reingehen und dann erkennt man sie. Und deswegen täuschen beide. Weil beide ein Interesse haben, diesen Zustand zu halten. Und es gibt ein ganz verräterisches Protokoll, habe ich jetzt gerade nicht hier, deswegen kann ich es nur aus dem Kopf sagen. Das ist das Protokoll der Außenministerkonferenz am 17. oder 8. März 1990 zu den 2+4-Verträgen ging es um die Grenzfrage mit Polen. Protokollführer waren die Franzosen. Und da erkannte kurzfristig der polnische Außenminister im Moment mal hier eine Garantie mit den Grenzen, kann es ja nicht sein, denn hier verhandelt ja nur der Hausmeister oder die beiden Hausmeister. Die Alliierten sagen zwar aber ja, aber das ist in der späteren Friedensverhandlung, wird die ganze Sache eventuell wieder aufgemacht. Die sagen, das stellt für uns keine Grenzgarantie dar. Und dann wiederholt auf einmal Genscher, er hat verstanden, dass der polnische Außenminister versteht, dass es keine Grenzgarantie dasteht und erklärt hier als Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, dass es keine Situation gibt, wo ein Friedensvertrag zustande kommt. So ungefähr. Oder dass eine Friedensvertragsregelung beabsichtigt ist. Das erklären die. Und Markus Meckel sorgt tüdüdü, er stimmt dem zu. So ist die ganze Sache gelaufen seinerzeit. Dass das übrigens dann Firmen sind, worüber ich rede, ist dann ganz einfach. Gehen Sie doch mal bitte in internationale Branchenbüchereien, dann Redstat. Hier müssen wir noch unsere Hausarbeiten machen, da bin ich gerade dabei. Wo genau sind die eigentlich in den Handelsregistern eingetragen? Wenn Sie aber heute in den Handelsregistern reingehen, hier mal Freistaat Bayern, Bayerische Staatsministerium, Freistaat Bayern und so weiter, die stehen drin im Company Research.
Das geht immer so weiter. Die Bundesrepublik Deutschland, Company Research Results, Bundesrepublik Deutschland, Dorotheenstraße, wo sie überall ihren Sitz haben. Das ist auch mal so interessant. Und was es da alles Mögliche gibt, da stehen die überall als Firmen. Die Gerichte übrigens genauso. Bundesverfassungsgericht, Company Research, gibt es noch ein anderes, Bundesgerichtshof und so weiter und so fort. Company Lockup oder hier bei Manta. Auch ein internationaler Branchenführer, wo sie sich über international über Firmen, über deren Bonität und so weiter erkundigen können. Dann können sie reingehen. Da steht hier zum Beispiel Bundesverfassungsgericht. Deswegen habe ich vorhin gesagt, Barbara Salisch in roten Roben. Bundesverfassungsgericht ist a private company under federal courts and location in Karlsruhe, Germany. Nochmal, a private company. Kann man das irgendwie missverstehen, was hier steht? Und ein gewisser Andreas Vosskuhle und sowas hat er irgendwie das Sagen, wahrscheinlich Geschäftsführer. Unsere Aufgabe besteht noch darin, wo genau die in England wie eingetragen wird und unter welchem Trust, wahrscheinlich unter dem German Trust, die sich in der City of London verstecken. Und da ist dann auch ein Ansatz gegeben, die handelsrechtlich juristisch zu kriegen. Das sind Firmen. Und deswegen, meine Damen und Herren, und das ist unser Ansatz, und das ist das, was ich gerne sage, deswegen kann es nicht bringen, wenn ich Klagen gegen die führe, ob gegen den ESM oder irgendetwas, wenn ich aus der Position eines Sklaven, eines Entrechteten, und wie die das gemacht haben, werde ich gleich erklären, mich hinstelle und mit Staats- und Völkerrechtsargumenten gegen ein Firmenkonsortium vorgehe vor einem Firmengericht. Richtige Argumentation vor den falschen Leuten, völlig irrelevant. So sind die Ergebnisse. Punkt. Ganz einfach. War das verständlich? Ja. Diese Geschichte, das alles, meine Damen und Herren. Und das ist völlig in Ordnung, wenn die denn so recht sprechen. Und übrigens, dass das Barbara Salisch ist, die machen da, was sie wollen. Dort urteilt das Bundesverfassungsgericht am 15.07. Ja, hier mit den Wahlen und so, den Überhang, Mandaten und dann schlussfolgern alle draus. Oh ja. Da ist ja bis mindestens in die 50er Jahre zurück, haben die keine Legitimation. Und, mal ehrlich, wen interessiert das? Schauen Sie sich draußen drum rum, die Leute? Ach du weißt, solange Aldi auf hat und der Flachbildschirm immer größer wird, ist mir das egal. Genau. Und die Frau Merkel kommt aus Urlaub zurück, setzt sich in ihren Sessel und sagt, hat sich hier einer beschwert? Nö, dann machen wir mal so weiter wie bisher. Wen interessiert das? Meine Damen und Herren, was ist ein Recht? Und Rechtsstaat, zum Schluss geht es immer um die Machtfrage. Recht und Unrecht, mein Gott. Wollen Sie da Märtyrer spielen? Wissen Sie, warum Unrecht geschieht? Doch nicht durch die 5 Täter und die 10 Mitwisser, die das wissen. Schlimm sind die 99% der Leute, die draußen am Straßenrand stehen und zugucken, wie Unrecht geschieht, von denen 80% nicht mal weiß, was hier gespielt wird. Ja, und wollen Sie da den Märtyrer spielen? Halte ich für eine verdammt schlechte Idee. Und deswegen möchte ich Ihnen nachher Dinge zeigen und sowas, was man machen kann und sowas, das anders ist. Oder anders geht. Das sollte man so nicht tun. So, Bundesrepublik Deutschland, hier ist mal so ein Sitz vom Firmensitz in Washington DC. Gibt übrigens 4 Sonderzonen auf der Welt, die wir langsam lokalisiert haben und wo wir deren Bedeutung immer noch nicht so richtig verstanden haben, was es ist, warum es ist. Da müssen wir lange in die Geschichte zurückgehen. Es gibt den Vatikan, da werden unsere Seelen verwaltet. Dann gibt es die City of London, da geht es um unser Geld. Das ist übrigens nicht die Wall Street Ablenkung, das ist die City of London. Und dann gibt es Washington DC. Auch ein privates Territorium, eine Kolonie innerhalb der USA von Rothschild gekauft. Da ist interessanterweise das Pentagon, von da wird das Militär dirigiert weltweit für dieses private Konsortium. Und dann gibt es noch eine Sonderzone. Berlin, 4-Nächte-Status. Da wird auch permanent etwas offen gehalten. Und dann können Sie hier durch die Lande fahren, dann fahren Sie nur 200 Kilometer von hier und dann fahren Sie nach Bonn. Und wenn Sie nach Bonn reinfahren, was steht da? Bundeshauptstadt. Bis heute. Bundesstadt. Und die ganz wichtige Frage, meine Damen und Herren, wo wir auch noch dran arbeiten, wer oder was ist der Bund? 133 Grundgesetz. Der Bund tritt in die Rechte des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ein. Wer oder was ist der Bund? Ich vermute, ganz am Ende sind wir nicht, dahinter verbergen sich die Logen. Brian Pitt und wie sie alle heißen. Ne? Wo auch eine Frau Merkel und so weiter eine ganz große Rolle spielt.
Und das ist der Bund. Als Sie mal die Handelsregisterauszüge gezeigt haben, um das zu unterstützen, das steht nämlich bei mir im Heft drin, Heimat ist ein Paradies, da haben wir es dann reingeknallt ins Heft, die scheinen uns auch zu beobachten. Da steht drin, die haben ja Gott sei Dank den Screenshot gemacht. Nämlich im UNO-Register steht die BRD drin als NGO. Wenn Sie heute reingucken, haben die das rausgenommen. Die BRD als NGO ist weg, jetzt steht da der Bund. Wer oder was ist der Bund? Sehr interessant. Auch da mal weiter zu recherchieren. Aber das Wichtigste ist, fallen Sie nicht mehr auf diese Typen mehr rein. Was ich in den letzten Jahren gelernt habe, meine Damen und Herren, Sozialismus und Kapitalismus sind zwei Seiten der gleichen Medaille, denn beide hatten die gleichen Finanzierungen. Und wenn wir der Sache auf den Grund gehen wollen, ist es immer ratsam, das wurde heute schon mehrfach erwähnt, legen Sie ideologischen Brüllen weg. Denn all die Leute sind immer nur da, uns auf die entsprechenden Abstellgleise zu schieben. Da gibt es die Liberalen für das liberale Abstellgleis, da gibt es die kommissarischen Reichsregierungen, damit die Typen alle um sich rumsammeln, für das Abstellgleis reicht. Dann gibt es die für die Linken und für die Rechten und für hast du nicht gesehen. Und dann bringt man die Leute in die Polarisierung, dass die alle aufeinander losgehen und hinten stehen die Schnuppenzieher und lachen sich tot über uns. Und die regieren die Welt. Und wir schlagen uns die Köpfe ein, weil wir von dem Linken haben wir gesagt, das ist ein Rechter, von den Rechten haben wir gesagt, das ist eine ganz linke Socke, und die gar nicht wissen, was sie machen wollen, was kann man denn dafür Droge nehmen. Also Scientology kommt ganz gut und Antisemitismus, da reagiert der Deutsche gleich wie ein Pavlovscher Hund. Oh. Damit wollen wir gar nichts zu tun, aber das Denken ausgeschaltet, dann ist man nicht mehr in der Lage, vernünftige sachliche Argumente anzunehmen, die fallen ja dann immer dann aus. Ne? Immer wenn die kein sachliches Argument haben, dann kommen diese Totschlagrollen, aber hatten wir heute schon das Thema. Einfach weg. Und dann ist gut. Sehen Sie zu, dass Sie in Ihrer Mitte sind, dann sortieren Sie Ihre Sachargumente und dann leben Sie Ihr Leben. Und dann kommt man halt ein Stück weiter. Das ist übrigens ein Straßenposter aus Griechenland. Jetzt möchte ich Ihnen zeigen, das haben die Griechen sicherlich aus anderem Grund gemacht. Wo ist denn da irgendwie noch was zu holen? Dient ja auch dazu, die Völker aufeinander zu hetzen. Kommt gerade gut, irgendeine Polarisationsfigur muss man haben und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, die sind verdammt nah an der Wahrheit. Denn die Frage ist, wenn der Schäuble das so schreibt, die deutsche Staatsangehörigkeit, sollte man sich doch mal mit dem Thema beschäftigen. Vor allen Dingen, wenn man auf der Seite des Innenministeriums vorbei liest, der Bundespersonalausweis oder der Reisepass sind kein Nachweis über den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit. Sie begründen lediglich die Vermutung, dass der Ausweisinhaber die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Oh toll! Sollten wir uns mal damit beschäftigen? Ja klar, Deutsch bezeichnet ja nicht das Land, höchstens die Sprache, die ich spreche. Und da kann man ja hier bei dem Migrationshintergrund auch schon nicht mehr so sicher sein. So, und dann sollte man ja der Frage nachgehen, nur wir haben das nicht irgendwelchen bezahlten Berufsjuristen überlassen, sondern sind mal selbst nachgegangen und jetzt zeige ich immer so ein paar Briefe, die da gekommen sind. Staatsangehörigkeit. So, der erste Brief, Kernaussage. Die BRD hat am Fortbestand einer für alle Deutschen geltenden gemeinsamen deutschen Staatsangehörigkeit im Sinne des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes, RUSDAG, jetzt stark stets festgehalten. Aus dem Grundgesetz des Fortbestandes des deutschen Staatsvolkes folgt, dass es eine Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland, deren Erwerb sie anstreben, nicht gibt. Das ist ja toll. Und das finden Sie überall. Von der Begrifflichkeit her immer eingescannte Briefe. Auch übrigens auch in dem Heft, das wir haben, Heimat ist ein Paradies. Ich habe bei der Erstellung auf Quellenangaben verzichtet. Weil ich habe gesagt, das ist immer so brillant, gleich die Originale eingescannt. Immer die Originale. Sie finden das auf unseren Seiten, weil ein großer Verdienst geht dabei an Norbert Gogolin, der jetzt auch vieles über die EU rausgekriegt hat, weil die machen genau das gleiche Spiel, zeigt Ihnen gleich den Betrug und wie er funktioniert, übertragen die auf die EU. Wenn Sie erstmal das Prinzip von Rothschild und Konsorten erkannt haben, dann werden Sie feststellen, das ist ganz einfach. Denen fällt auch nichts Besseres ein oder anders ausgesprochen, würden Sie auch tun. Never change a running system. Funktioniert doch, die Leute schlucken das. Warum soll ich mir was anderes einfallen lassen? Deswegen ist jetzt wichtig, dass dieser Betrug, den die gemacht haben, hier einmal auffällt. Wir halten jetzt mal fest, überall stellen die fest, wenn die Behörden schreiben, sagen Sie mal, teilen Sie mir mal mit, wie heißt denn der Laden, in dem ich lebe? Dann schreiben die immer, eine Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland gibt es nicht. Oder das kommt ziemlich oft von den Behörden. Übrigens bis heute, zwei Briefe habe ich nur gekriegt von Leuten, sagt mal, schickt mir das Zeug zu, einscannen würden wir gerade veröffentlichen. Nichts ist besser, als wenn die sprechen. Da können Sie sich mal regelrecht zurücklehnen und das auf sich wirken lassen. Das ist doch toll. Ich muss doch gar keine Meinung hier erzählen. Lass die doch reden. Das steht in den Gesetzen, so sind die besser und das ist das, was Sie gesagt haben.
Und dann sind sie, jeder Mensch ist dann selbst in der Lage, sich eine Meinung zu bilden. Das ist alles. Fällt Ihnen hier schon mal was auf? Es war die Frage gestellt, wie heißt der Laden? Die Frage ist nie beantwortet worden. Die sagen immer, eine Staatsangehörigkeit Bundesrepublik Deutschland gibt es nicht. Ach übrigens, von Jelinek und auch von allen Staaten, nicht von allen, von vielen Staaten in Montevideo festgestellt, die Definition von Staaten lautet, wird auch von den führenden Staats- und Völkerrechtlern vertreten, was sind die Kennzeichen eines Staates? Staatsvolk, Territorium, verfassungsgebende Gewalt. Die drei Dinge müssen gegeben sein, haben wir die irgendwie in der Einheit, dann sprechen von einem Staat. Nur die Bundesrepublik reklamiert ja für sich nicht mal Staatsangehörige. Da sind die dann Staat, damit fällt das entscheidende Kriterium aus. Es ist jemand, der von sich behauptet, er existiert, ja, der ist auch da, stellt aber gar keine Staatsangehörigen für sich fest. Kein Mensch in Deutschland hat einen Perso oder einen Reisepass, wo drin steht Bundesrepublik Deutschland. Sondern da steht nur dieses ominöse Deutsch, interessanterweise. Also ein Staat ohne Staatsbürger, den gibt es nicht. Das ist aber ganz einfach. Da sie die deutsche Staatsangehörigkeit bereits besitzen, ist ein Erwerb dieser Staatsangehörigkeit weder möglich noch erforderlich, habe ich gar nicht gefragt. Sie besitzen bereits die deutsche Staatsangehörigkeit und so geht das immer weiter. Wichtig ist, wie Sie schreiben, hier kommt nochmal der Kopfbogen rein, weil ich das so clever finde und das geht gleich so weiter. Das finde ich toll, wie Behörden beantworten und wie sie auch ernst genommen werden. Hier antwortet Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration des Landes Schleswig-Holstein auf genau diese Fragen. Und hier habe ich das vorhin in den Kopfbogen mal stehen lassen, weil hier antwortet eine Dame, die hat die E-Mail-Adresse Staatsangehörigkeit @. Also wer die E-Mail-Adresse hat, Staatsangehörigkeit @, könnte man glatt vermuten, der hat was damit zu tun, oder? Und der schreibt, das ist der ganze Brief hier, und diese Dame schreibt, hinsichtlich der von Ihnen aufgeworfenen allgemeinen Frage nach der Existenz der Bundesrepublik Deutschland besteht hier keine Zuständigkeit. Ich stelle an, hier eigene Recherchen anzustellen oder ein privates Rechtsgutachten in Auftrag zu geben. Gut, meine Damen und Herren, das haben wir nicht gedacht, da haben wir gesagt, dann sollten wir uns mal selber um die Dinge kümmern. Und als Sie angefangen haben, uns selbst darum zu kümmern, und ich war seinerzeit vor 2 Jahren, weil ich eine Stiftung gemacht habe, zufrieden, weil ich wollte eigentlich nur eins. Ich wollte sehen, können die eine Legitimation erbringen? Bis heute hat uns nicht ein einziger eine Legitimation vorgebracht. Und noch 2 Jahre habe ich gebraucht, um festzustellen, warum. Der Grund ist ganz einfach. Wir sind alle staatenlos. Und ein Staatenloser kann keine Legitimation für irgendeinen Staat haben. Das ist auf der einen Seite erschütternd, auf der anderen Seite ist es der Knaller schlechthin. Weil Staatenlose versuchen, mit rechtlichen Mitteln gegen Staatenlose vorzugehen. Das ist aber ein blödes juristisches Unterfangen. Und da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten und Spielraum, die wir haben. Dazu komme ich gleich noch. Und deswegen sollten wir mal in die Geschichte der Staatsangehörigkeit und dieses großen Betruges und das, was ich Ihnen jetzt hier darstellen werde, meine Damen und Herren, wenn Sie sagen, was hat das damit zu tun und was hat das mit mir zu tun? Ich sage Ihnen, das hat schlicht und ergreifend eine Weltbedeutung. Und nur dieses Thema, nur dieser eine Paragraph, bin ich heute der festen Überzeugung, die Veränderung der Welt geht von uns aus. Und wir sollten es nicht verschlafen, denn wir haben nur noch ein ganz, ganz kurzes Zeitfenster, bevor wir in der EU alle gemeinsam untergehen werden. Und dann ziehen die hier den Sack zu. Aber momentan haben wir noch ein gutes Zeitfenster. Und deswegen sollten wir mal die Geschichte und die Metamorphose der Staatsangehörigkeit angucken. Ja? Ich habe da mal eine Frage zu. Ja. Die ehemalige DDR war nicht souverän? Nein. Das ist genau das Gleiche. Die ehemalige DDR, komme ich gleich noch, die hat gleich im ersten Paragraphen drin stehen gehabt, Deutschland, wer die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Die führen damit auch das Dritte Reich weiter, das möchte ich Ihnen gleich zeigen. Das ist alles die gleiche braune Soße. So, von der Metamorphose der Staatsangehörigkeit, ich möchte jetzt nicht mit dem Bundesstaatsangehörigkeitsgesetz anfangen, sonst dauert das alles hier wenig lange. Ich steige mal gleich in die erste entscheidende Veränderung ein. Im Jahre 1913 gab es eine Reform des Staatsangehörigenrechts, weil sich im Deutschen Reich eine ganze Menge verändert hat. Wir hatten vorher ausschließlich die Staatsangehörigkeiten in den Bundesstaaten, dann gab es das Deutsche Reich und dann wurde man mittelbar, wenn man die Staatsangehörigkeit in einem der Bundesstaaten in Deutschland hat, mittelbar Reichsangehöriger. Und dann kam es durch diese Stärkung des Reiches, eine geniale Idee dieses Herrn Bismarcks, nämlich genau das gegenteilige Konzept der EU, weil das Deutsche Reich genauso wie die Vereinigten Staaten eine Entität war ohne eigenes Territorium.
Das Deutsche Reich hatte kein eigenes Territorium, genauso wie die Vereinigten Staaten bis heute kein eigenes Territorium haben. Die Inhaber der Territorien sind immer die Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten wie hier in Deutschland. Und deswegen geht der Krieg der Hochfinanz gegen die Vereinigten Staaten von Amerika, sie sind fast am Ziel, und gegen das Deutsche Reich. Ganz entscheidend, um die Leute hier von ihren Wurzeln zu trennen, von ihrem Grund und Boden. Und wenn sie keine Heimat haben, dann haben sie auch keine Rechte, auf die sie sich berufen können. Heimatlos, rechtlos, vogelfrei. Das bedeutet die Staatlosigkeit. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie die das gemacht haben. 1913 gab es ein Gesetz, da stand drin, Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat oder die unmittelbare Reichsangehörigkeit besitzt. Die unmittelbare Reichsangehörigkeit war ein Produkt der kolonialen Ausdehnung des Reiches. Da sind die Kolonien dazugekommen und haben gesagt, auch dort in den Schutzgebieten Südwestafrika gab es Schutzgebietsgesetze und die wollte man auch unter den Schutz des deutschen Kaisers stellen. Da hat man gesagt, ja, die sind jetzt auch im Reich. Da haben die aber hier zu Hause gesagt, ja mein Gott, die da in Afrika und so weiter, so schon von der Hausnachfarbe sieht nicht aus wie in Deutschland. Also hätten wir doch einen kleinen Unterschied. Da haben wir gesagt, okay, berücksichtigen wir im Gesetz, dass die gesagt haben, Deutscher sind trotzdem Deutscher und standen unter dem Schutz des Kaisers. Ist, wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat hat, das war die Inlandsangehörigkeit. Und deswegen hatten die Leute alle in ihren Pässen stehen, nicht deutsches Reich. Das stand niemals in einem Pass. Sondern immer nur Staatsangehörigkeit Bayern, Preußen, Sachsen, Baden, Hessen. Hast du nicht gesehen. Das stand in den Pässen. Oder die unmittelbare Reichsangehörigkeit. Dadurch konnte man auch Deutscher werden. Aber diese Reichsangehörigkeit war ausschließlich eine Kolonieangehörigkeit in den Schutzgebieten. Die wurden dadurch auch Deutsche. Und das findet man denn in den Rechtsbeschreibungstexten. Bei dieser Fassung ist der Begriff der Reichsangehörigkeit auf die unmittelbare Reichsangehörigkeit beschränkt. Und dann steht hier weiter, die drei Begriffe Staatsangehörigkeit, Reichsangehörigkeit und unmittelbare Reichsangehörigkeit kann man nur verstehen, wenn man die Grundlagen der deutschen Staatsverfassung kennt. Diese Grundlagen sind für den Rechtsunkundigen nicht leicht zu erfassen. Sie weichen von den im Volke herrschenden Vorstellungen nicht unerheblich ab. Und diesen Umstand hat man genutzt, um einen großen Betrug hier aufzubauen. Und der funktionierte gleich wie folgt. Hier hat man nochmal reingeschrieben, 1928 in Rechtsaufsätzen. Wir haben übrigens alles auf der CD drauf, wir haben viele Dokumente gesichert und stellen sie in einem umfangreichen Archiv zur Verfügung. Und das ist unter anderem zu verdanken an Norbert Gogolin, der da Wochen und Monate in Archiven erfasst hat und dann die wichtigen Stellen immer gelb gemarkert hat, damit wir eine konsequente Beweisführung haben in all den Dingen, die ich hier behaupte, wofür ich jetzt gar nicht die Zeit habe, letzten Endes das darzustellen. Hier nochmal ganz wichtig. Mittelbare und unmittelbare Reichsangehörigkeit. Die unmittelbare Reichsangehörigkeit ist ein Produkt der auswärtigen und kolonialen Ausdehnung des Reiches. Sie ist trotz des Verlustes des deutschen Kolonialreiches nicht von selbst fortgefallen. Das, meine Damen und Herren, ist Ihre Heimat. Und das ist sie bis heute noch. Und das ist nicht das Deutsche Reich, sondern es sind die Bundesstaaten. Den ersten Versuch der Aufweichung hat man gemacht mit der Weimarer Verfassung. Dass die Reichsgrenzen sind weggefallen, sonst hätten wir nicht einfallen können ins Ruhrgebiet und in Schlesien und überall, wo es noch nach dem Ende der Kampfhandlung des Ersten Weltkrieges immer zu Gebietsabtrennungen und so weiter kam. Dazu müsste man die Reichsgrenzen auflösen und die Bundesstaaten zu Ländergrenzen degradieren, haben die Leute gar nicht mitgekriegt, aber immerhin haben sie uns noch die Heimat gelassen. In unserem ersten Basic Law 2, Basic Law 1, Grundgesetz Nummer 1, das war nämlich die Weimarer Verfassung, das ist ein Grundgesetz. Steht zwar noch Verfassung drin, haben aber auch die Alliierten schon für uns gemacht. Auf jeden Fall hatten sie viel Mitspracherecht dabei. Ist ganz wichtig, ist aber gültiges Recht und wird angewandt. Übrigens durch die Duldung und Erduldung des größten Teils des Volkes, weil die ja dort nicht wahrgenommen haben. Und dann sagen die von uns, konkludentes Handeln. Steht drin, Kraft seiner Wassersuppe, ich sage es mal ein bisschen herkömmlich, gibt sich, dass die Deutschen in den Ländern Bayern, Baden, Mecklenburg-Vorpommern, die geben sich dieses Grundgesetz. Das ist die Präambel. Meine blöde Frage. Hat sich jemand gefragt? Warum akzeptieren Sie das? Wenn wir das akzeptieren bis heute, seit 1990, sagen die handelsrechtlich dazu, konkludentes Handeln, hat sich keiner beschwert, dann wollten wir das so haben. Deswegen geht das, meine Damen und Herren, diese ganzen Geschichten. Ich kann auch nicht hinstellen, wie so viele rechtsdeutsche Bewegungen sagen, vor allem ist es gar keine gute Idee, hinzugehen zum Richter und zu sagen, ja sagen Sie mal hier, Sie gibt es gar nicht, Sie da.
Da sagt er, ich werde dir gleich mal zeigen, wie es nicht mehr geht. Puff. Dann bist du weg. Ich bin da hingegangen, Frau Rich, habe gesagt, wissen Sie, ich habe hier mal die Gesetze gelesen, so und so. Kann das sein, dass Sie 1990 privat weitergemacht haben? Das ist eine coole Idee. Aber wissen Sie was? Ich habe es gemerkt. Aber ich finde die Idee so gut, das mache ich jetzt auch. Hochheben. Und dann sagen, okay, Augenhöhe, mache ich auch. Und dann die Rechtsfolgen genau können, was und wie die es tun. Das, meine Damen und Herren, ist Ihre Heimat. Das hier sind Ihre echten Heimatländer. Auch noch nach der Weimarer Verfassung, die übrigens nach wie vor gültig ist, mit den entsprechenden Wappen. Und das sind die entsprechenden Ausweise dazu aus dieser Zeit. Das sind dann die Beweisführungen. A, die Gesetzeslage. Deutscher ist, der die Staatsangehörigkeit im Land, im Bundesstaat hat oder die unmittelbare Reichsangehörigkeit, Inlandangehörigkeit mal die eigentliche Heimat. Und deswegen steht hier überlauf den Ausweisen drauf, wie zum Beispiel der Typ hier. Der hat übrigens einen Personenausweis und keinen Personalausweis, ne? Und der hatte eine Staatsangehörigkeit und die lautet bei dem hier Baden. Oder hier Staatsangehörigkeit Preußen. Ein Pass sah so aus, das war das Deckblatt Deutsches Reich, legst du auf, huch, Staatsangehörigkeit Preußen. Oder hier mal jemand Staatsangehörigkeit Sachsen. So sahen die Dinger aus, die Reisepresse, bis 1933. Das sind die Staatsangehörigkeitsausweise, hier mal zwei, einer von Preußen, einer von Bayern, waren die größten Länder genommen. Hatte jeder dieser Länder, die hier gerade eben auf den Folien zu sehen waren. Das waren die Staaten, das war ihre Inlandzugehörigkeit, das, meine Damen und Herren, war und ist ihre Heimat. Deswegen sage ich, ich bin Preußen. Nichts Deutsches Reich, gar nichts. Preußen. Das ist meine, und was Sie auch immer sind, Ihre echte Staatsangehörigkeit. Und die übrigens, die haben Sie ererbt. Da kommen wir nachher auf die Lösung drauf in dem Grundgesetz, was Sie tun können. Ja, und dann gab es etwas, so nannte man Reichstagsbrand, und das danach folgende Ermächtigungsgesetz ist. Und alles, was danach kam, um mal die Dinge abzukürzen, weil ich möchte viel mehr auf die Lösung kommen. Das läuft dann unter dem Begriff ein Volk, ein Reich, ein Führer. Und die haben gesagt, wir müssen irgendwie mal so ein bisschen vereinheitlichen und die Dinge rund machen, sodass die Leute das auch nicht mitbekommen haben, gerade unter dem Begriff der Reichsangehörigkeit, was hier eigentlich für ein Schwindel aufgebaut wurde. Und das wurde bewusst getan. Dazu könnte man stundenlang erzählen. 1934, am 5. Februar, kam eine Verordnung über die deutsche Staatsangehörigkeit raus. Vorher wurde übrigens schon etwas begrifflich gemacht. Das wurde schon nach der sogenannten Machtergreifung von deutscher Staatsangehörigkeit gesprochen und es wurden schon Leuten die deutsche Staatsangehörigkeit in Deutschland aberkannt, obwohl es die noch gar nicht gab. Aber man hat schon in den Köpfen implementiert, es gibt eine Staatsangehörigkeit. Wird gleich dazu kommen auf die Unionsangehörigkeit, ist immer das gleiche Spiel. Und dann haben die dieses Gesetz gemacht und haben erstmal reingeschrieben, die Staatsangehörigkeit in den deutschen Ländern fällt fort, es gibt nur noch eine deutsche Staatsangehörigkeit in Klammern Reichsangehörigkeit. So haben sie es in die Verordnung reingeschrieben. Und im neuen Staatsrecht, da finden wir das, wo die auch heute im Europavertrag und überall ihre Anleihen hier haben, an die Stelle der bisherigen doppelten Staatsangehörigkeit, Reichs- und Landesangehörigkeit, ist eine einheitliche deutsche Staatsangehörigkeit in Klammern Reichsangehörigkeit getreten. Die Reichsangehörigkeit wird fortan nicht mehr mittelbar durch den zuvorigen Erwerb der Landesangehörigkeit, sondern unmittelbar als deutsche Staatsangehörigkeit erworben. Bitte, was war nochmal unmittelbar? Die Auslandsangehörigkeit in den Kolonien. Mit einem Schlag haben die alle Deutschen zu Ausländern gemacht. Coole Nummer. Hier die Verordnung, hier das Gesetz. Der Eintrag im Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 änderte sich wie folgt. Deutscher ist, wenn die unmittelbare Reichsangehörigkeit besitzt. Das ist eine Kolonieangehörigkeit. Folgender Beweis. Staatsangehörigkeitsausweis. Ausländerbehörde. Gesetz zur Änderung der Reichs- und Staatsangehörigkeit. Paragraph 1. Über die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit entscheiden die Einwanderungsbehörden auf pflichtgemäßen Ermessen. Beweis heute, meine Damen und Herren, dieses Gesetz ist bis heute gültig, wie fast alle Nazi-Gesetze in der BRD tätig sind. Wir werden nachher ein Video hören, das kann ich auch noch mal schnell vorstellen, wo die sagen, die sind Rechtsnachfolger des Dritten Reiches. Im ZDF. Die sind Rechtsnachfolger des Dritten Reiches. Ich behaupte, hier ist eine kleine Unkorrektheit. Die Bundesrepublik setzt das Dritte Reich fort. Denn hier sind so gut wie alle Nazi-Gesetze aktiv. Unter anderem ist dieses Gesetz aktiv. Und wer nicht glaubt, dass das so ist, den bitte ich doch, sich einmal die Urkunde der deutschen Staatsangehörigkeit ausstellen zu lassen. Das ist vielleicht mal ganz lustig, den Nachweis zu haben, dass man sogenannte deutsche Staatsangehörigkeit hat. Und dann werden Sie feststellen, wo Sie die Urkunde abholen müssen. Ganz getreu diesem Gesetz, die verhalten sich nämlich völlig rechtskonform, gibt es dieses Dokument auf der Auslandsbehörde bis heute.
die amtliche Bestätigung, in Anführungsstrichen, dass sie eigentlich nur noch Ausländer sind. Und jetzt müssen Sie sich über die vielen Kapriolen, die es hier gibt, nicht mehr wundern. Meine Damen und Herren, das ist die konsequente Anwendung nationalsozialistischen Rechts. Das ist das, was die hier tun. Und dieses Recht nehmen die momentan aus auf die EU. Ich werde Ihnen das gleich zeigen. Das sind die Staatsangehörigkeitsurkunden vom Dritten Reich und das sind die von der Bundesrepublik Deutschland. Beide verleihen die deutsche Staatsangehörigkeit, meine Damen und Herren. Der Erfinder der deutschen Staatsangehörigkeit heißt Adolf Hitler. Okay? Das ist Ihre Nazi-Kennkarte. Übrigens, es gibt eine Ausweispflicht. Wissen Sie, wer die Ausweispflicht in Deutschland erfunden hat? Jetzt dürfen Sie dreimal raten. Die Kennkarte wurde 1938 eingeführt, mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges die Ausweispflicht. In Deutschland. Gab es früher gar nicht. Die Leute sind so durch die Gegend gesprungen. Die hatten Zunftzeichen, die hatten Wappen und Leute, die hatten Staatsangehörigkeitsurkunde, die mal zeigen konnten, hier, ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit, nicht die deutsche, sondern ich bin Preuße, ich bin Bayer, ich bin mal irgendwo zu einer Behörde oder wenn man Beamter werden wollte, dann brauchte man dies. Ansonsten brauchte man hier gar nichts. Stellen Sie sich mal vor, eine völlig heile Welt ohne Ausweisdokumente. Die haben gesagt, ich bin Horst Müller und dann bist du es wohl. Das ist keine 100 Jahre her, meine Damen und Herren. Überlegen Sie sich, was dazwischen liegt und was Sie heute alles für Dokumente brauchen. Und wenn sich die Leute aufmachen, wie viele Plastikkarten die insgesamt haben. Für jeden möglichen Mist. Das ist eine super Konditionierung, die läuft. Übrigens auch in den Ausweisen. Ja, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Der Spiegel hat mal geschrieben, ein Volk, ein Reich, eine Nation. Alles die gleiche braune Soße. Und hier zeige ich Ihnen die Ausweisdokumente. Ich präsentiere Ihnen die Erfinder der Staatsangehörigkeit Deutsch. Hier. 1934 die ersten Dinge, die ausgegeben. Machen wir mal lieber danach, vielleicht kommt es noch. Deutsch, hier sogenannte Katharina Berg. Und dann natürlich dann festgestellt, Deutsches Reich gab es vorher gar nicht. Wie gesagt, das Deutsche Reich war eine Entität ohne eigenes Territorium. Jetzt haben die Staatsangehörigkeiten verdient Deutsches Reich. Übrigens haben sie insofern bei den Amerikanern geübt. Bis zum Bürgerkrieg 1865, ein Partner von mir, Bernhard Klappner, macht jetzt sehr gute geschichtliche Vorträge, um genau diesen Bogen zu spannen, dass es immer und überall das Gleiche ist. Dass die immer und überall genau diese gleiche Politik verfolgen. Bis 1865 hatten die Amerikaner, wenn sie denn Pässe hatten, in ihren Passdokumenten folgendes stehen. Staatsangehörigkeit Texas, Virginia, Süddakota, Florida, Kalifornien, hast du nicht gesehen. Und erst mit dem Ende des Bürgerkrieges hatten die in den Ausweisdokumenten Vereinigte Staaten von Amerika. Die hatten gar kein Territorium bis heute. Außer diese kleine Corporation im District of Columbia. Es ist aber eine private Körperschaft, meine Damen und Herren. Und die wurde den Amerikanern übergestülpt. Eine ganz coole Nummer, wie die es jetzt mit der EU machen. Das ist immer das gleiche Programm. Reisepass hier, dann auf einmal Deutsches Reich. Das finden Sie dann in Arbeitsbüchern. Auf einmal Staatsangehörigkeit Deutsch oder Deutscher. Oder hier zum Beispiel Wehrpässe und sowas. Da steht hier auf einmal auch Deutsch drin als Eintragung. Vorher war alles eben, wie gesagt, bis 1934 stand da immer drin, Preußen, Baden, Bayern, Sachsen und so weiter und so fort. Das waren unsere echten Heimatländer. Das waren die Staatsangehörigkeiten. Jetzt haben die auf einmal Deutsch draus gemacht. Und die führen das hier munter weiter. Diese ganze Geschichte. Deutsch, das waren so die ersten Kennkarten. Das sind Dokumente aus der Nachkriegszeit. Da ging das mit diesem Deutsch weiter. Übrigens Personalausweis der DDR, genau der gleiche Spaß. Die DDR meinte einfach mal so für sich, Staatsangehörigkeit der DDR zu reklamieren, war natürlich völlig sinnlos und umsonst, aber die haben es mal einfach mal versucht in der Spätzeit sozusagen. Das hat sich ja dann aufgelöst. Diese ganzen Dokumente kennen Sie übrigens von wegen Verschwörungstheorie. Früher wurden mal Sachen ausgegeben, aber die Leute merken das nicht. Das kommt ja immer peu à peu. Über 20, 30 Jahre Konditionierung geht das einher. Früher stand mal drin, das war noch im Jahre 2004, in diesem Ausweis zum Beispiel, Freie Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Wandsbek. Heute steht da drin, Hamburg Kundenzentrum. Da wissen Sie, wo Sie gelandet sind. Das kommt überall mit den Dokumenten und mit diesen ganzen Geschichten einher. Und Sie sollten schon die Dinger deswegen nicht im Ausweis haben, aus energetischen und satanischen Symbolen drauf, aber das ist heute nicht der Gegenstand meines Vortrages. Wenn Sie das hier sehen, hat übrigens auch einer gewitzt gemacht, der hat sich vorher besorgt, das sind immer so Spiele, die Sie treiben können. Sie können zum Beispiel hingehen und sagen, später, Sie können hingehen und sagen, hier, Sie sind übrigens nach 27 Personalausweis und Passgesetz verpflichtet, falsche Dokumente zurückzugeben. Dann meinen die haben da vielleicht einen Namen falsch geschrieben und so weiter, und ihre Haarfarbe und so eine Geschichten sind falsch. Und dann steht aber im Paragraph 5 des Ausweisgesetzes drin, was alles auf dem Ausweis vermerkt werden soll. Und raten Sie mal, was da steht bei den Angaben zu Personen.
Im Ausweisgesetz steht es richtig, da ist zu erfassen der Familienname. Was steht hier? Name. Können Sie den Ausweis zurückgeben? Es gibt gute Internetvideos, da hat das jemand gemacht, Tix. Ich kenne ihn, der war im gleichen Bezirk wie ich, der ist hingegangen, der hat sich vorher das Dokument geholt über die deutsche Staatsangehörigkeit, dann hat er hingegangen und hat gesagt, ich muss ein Falschdokument zurückgeben, hier haben sie falsch ausgestellt, da gehört Familienname rein. Wissen Sie, was die gemacht haben? Die haben das Dokument zurückgenommen und haben ihnen eine dreimonatige Offenheitsbescheinigung ausgestellt. Wir freuen uns schon, wohin die denn ausweisen wollen, nach 3 Monaten. Wenn der das Dokument hat, dann wissen wir, was die auf die Frage gesagt haben. Na, wir gehen davon aus, dass wir sie hier nicht mehr sehen. Na, das wollen wir doch mal sehen. Wie die ganze Geschichte dann weitergeht. Empfehle ich jetzt nicht unbedingt gleich mit dem Pass zu versuchen, dann müssen wir jetzt mal vortasten, was wir da so machen, ne? Oder wie wir das machen. Übrigens, Name. Name ist eine Sache. Da vorne steht ein Computer, da steht ein Beamer, hier sind Stühle und so weiter und so fort. Sie haben hier ein Dokument angenommen mit einer Versächtlichung Ihrer Person. Und deswegen, meine Damen und Herren, und das ist der ganze Trick, es ist immer ganz einfach. Und nehmen Sie das genauso, wie ich sage, wenn Sie vor Gericht stehen. Und da wird aufgerufen, es wird aufgerufen in Sachen Meier gegen Schulze. Wenn Sie in der Sache aufstehen, haben Sie als Mensch verloren. Der Trick hat angefangen, bevor es losgeht. Das war's. Und der Rest ist wieder Rechtsshowprogramm. In Wirklichkeit geht es um was ganz anderes. Und in Wirklichkeit haben Sie aus einem Grund verloren. Was jetzt in Anwendung gebracht wird, ist BGB und HGB. Und im BGB steht in § 90 drin, was man mit Sachen machen kann. Ich verwende mal die Kurzform, was man will. Und das passiert. Und jetzt sagen die Leute, oh, kein Rechtsstaat. Nee, die haben sich voll an die Dinge gehalten. Sie haben uns nicht gewusst, worum es geht. Und sie haben vor Gericht gestanden und dachten, sie werden als Mensch behandelt. Nee, es wurde ja aufgerufen in Sachen und sie sind aufgestanden und gelaufen. Das war's. Sie können sich gar nicht vorstellen, dass es wirklich so einfach ist. Ne? Ich gucke gerade in ihre Gesichter. Das ist es. Das ist das Wesen und der Kern der Dinge. Er ist immer einfach. Es ist so einfach und so doof, dass man es kaum glauben mag. Durch ihre Unglaubhaftigkeit entzieht sich die Wahrheit dem erkannt werden. Das ist es, meine Damen und Herren. Ach so, apropos, Staatsangehörigkeitsausweis, das ist so ist. Die Österreicher, das sind ältere Dokumente in Österreich, um gleich den Beweis zu bringen, das ganze Prinzip dehnen die jetzt auf die ganze EU aus. Die BRD ist der Nazi-Motor für die EU. Das ist das, was hier betrieben wird. Deswegen sind diese Leute, die hier das Sagen haben, so unwahrscheinlich konsequent in der Umsetzung der Ziele der EU. Weil ihre eigene Legitimation oder ihre Illegitimität müssen sie jetzt so schnell wie es geht, bevor es erkannt wird, was hier eigentlich gespielt wird, in diese EU retten. Das sind die eigentlichen Vorantreiber, das sind die hier, die das hier machen. Aber die europäischen Völker erkennen die ganze Geschichte. Hier ist es ganz eindeutig zu erkennen an Österreich. Als 1938 Adolf Hitler nach Österreich rein ist, war eines der ersten Gesetze das über die Änderung der Staatsangehörigkeit in Österreich. Die hatten fortan die Staatsangehörigkeit, deutsche Staatsangehörigkeit, genau wie hier. 1945, als der Krieg zu Ende geht, ich habe die ganzen Verordnungen hier nicht drin, die sind aber hinten im Heft. Heimat ist ein Paradies. Oder auch auf unseren Internetseiten und sowas können Sie da rausnehmen. Eines der ersten Gesetze, die die Österreicher gemacht haben, war die Rücknahme der deutschen Staatsangehörigkeit und die Wiedereinführung Staatsangehörigkeit Österreich. Und da könnte man nochmal die berechtigte Frage stellen, warum wurden die Österreicher von der deutschen Staatsangehörigkeit befreit und wir nicht? Das ist doch mal interessant. Hier ist Staatsangehörigkeit Österreich. Übrigens, so sehen die neuen Ausweise in Österreich aus. Erstens mal schon wieder zum Personal geworden und die Staatsangehörigkeit explizit nicht erwähnt. Und das, was die machen, ist immer die Adjektivierung der Staatsangehörigkeit, die jetzt fortschreitet in der EU. Ich habe ja nur für alles Mögliche, um das zu beweisen, auch Petitionen gestartet. Im Abgeordnetenhaus von Berlin, da wo ich herkomme, ich habe ganz unten angefangen, im Ordnungsamt, habe mir meine Karte gezogen, habe da gesessen, habe gewartet, geht die Sache immer weiter und zum Schluss bis zum Bundestag. Ich zeige Ihnen auch gleich die Briefe, die von da gekommen sind. Bis zum Bundestag diese ganze Geschichte durch existiert und so weiter. Und dann wollte ich noch eine Petition starten in der EU, dann habe ich aufgeschlagen, habe die Petitionsvorlage gesehen, habe gleich zugeschlagen, habe gesagt, warum soll ich mich bei den Tätern beschweren? Die Bundis, die sind da voll angekommen. Als dann gesagt, aus welchem Land kommen Sie, waren in der Eingabemaske vorgegeben, in der Staatsangehörigkeit nur noch die Adjektivbeschreibung für alle Länder der Europäischen Union. Tot. Und Sie sehen das hier, wie diese ganze Geschichte weitergeht. Hier zum Beispiel mal ein Personalausweis von Belgien. Staatsangehörigkeit Belgierin, nicht Königreich Belgien. Überall die gleiche braune Soße wird jetzt in der gesamten Europäischen Union durchgezogen. Und das ist die Entrechtung
das Reingleiten in die Staatenlosigkeit. Ich zeige Ihnen gleich in der Folie, wie das in der EU gemacht wird. Und da habe ich genau das Modell des Deutschen Reiches genommen, wie die das gemacht haben. Und so gleiten wir in die Staatenlosigkeit, in die Vogelfreiheit. Und wenn sie als Vogelfreiheit dem Abschuss freigegeben werden, auch im Lissabon-Vertrag, dann ist das völlig rechtmäßig, meine Damen und Herren. Das ist der Punkt. Fragt man mal an, Ihr Bundespräsidialamt, auch so eine Plänkelei mit dem Bundespräsidialamt hat man, ich kenne den Urbrief nicht, habe ich nur im Internet gefunden, da haben die geschrieben, entgegen ihrer Ansicht gibt es selbstverständlich die deutsche Staatsangehörigkeit. Im Sprachgebrauch, so auch im Staatsangehörigkeitsgesetz, spricht man von der deutschen Staatsangehörigkeit. Und jetzt kommt der Knaller. Der Bundespräsident Köhler war es. Ein Blick in die Verordnung über die deutsche Staatsangehörigkeit vom 5. Februar 1934, die in § 1 bestimmte, dass die Staatsangehörigkeit in den Ländern fortfällt und es nur noch eine deutsche Staatsangehörigkeit gibt. Die nehmen also die Anleihen richtig von Adolf Hitler? Und jetzt schreibt der, also auch im Deutschen Reich wurde von einer deutschen Staatsangehörigkeit gesprochen. Meine Damen und Herren, hier irrt der Bundespräsident. Nur im Dritten Reich wurde von der deutschen Staatsangehörigkeit gesprochen. Und die ganzen Gesetzesänderungen hier im Bundesgesetz, da könnte man viel sagen, allein über die Änderungen, über die Rechtsbereinigung, die wir machen. Übrigens, wenn man die mal anspricht, die Leute sagen Schnernberger, die bügeln einen dann weg und sowas, das ist mir auch passiert. Aber es liegt immer daran, dass die Menschen, die drumherum sitzen und sowas, das letztendlich nicht verstehen, die sagen, ach, haben wir alles rechtbereinigt. Dann sind die Leute damit zufrieden. Leider nicht wissen, dass die Methode der Rechtsbereinigung Nazi ist. Das sind Nazi-Methoden. Früher haben die neue Gesetze gemacht, wenn die alten nichts taugen. Heute streichen eben die alten Gesetze rum. Und das Gefährliche am Internet und besteht unter anderem darin, dass Sie heute irgendwie Gesetze im Internet, Sie können ja alles sofort ergoogeln. Und da finden Sie die aktuellen Gesetzestexte. Aber wissen Sie, was wirklich wichtig und notwendig ist? Die Metamorphose von Gesetzen, daran erkennt Sie erst die Schweinerei, die die gemacht haben. Heute lesen Sie nur den Ist-Stand. Heute gehen Sie rein in Gerichtsverfassungsgesetz, da steht drin, Gerichtsverfassungsgesetz, § 15, weggefallen. Oh ja, haben wir wohl nicht gebraucht. Jetzt wäre mal ganz interessant zu wissen, was stand denn da früher drin? Der Text ist ganz kurz, die Gerichte sind Staatsgerichte. Oh ja, haben wir halt nicht gebraucht. Weg. Aber jetzt müsste man ja anfangen zu recherchieren und mal in Bibliotheken gehen, was stand denn da früher drin? Und dann könnte man eventuell anfangen, oh, was hat denn das hier für eine Bedeutung? Was wird denn hier gemacht? Was läuft denn hier eigentlich für ein Spiel im Hintergrund? Und hier, und das findet man immer in den Randbemerkungen. Wenn Sie im Internet googeln, finden Sie nur noch die Paragraphen. Und da steht drin, Deutscher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Das ist der aktuelle Rechtstext, wenn Sie das Staatsangehörigkeitsgesetz aufschlagen. In den Randbemerkungen, wenn Sie das denn ziehen und sowas aus den Bibliotheken, steht drin, die Bedeutung der Begriffe Reichs- und Staatsangehörigkeit im Sinne dieses Gesetzes hat sich geändert. An die Stelle der Reichsangehörigkeit, gemäß der Verordnung vom 5.2.34. Also die nehmen hier in bundesdeutschen Rechtstexten echt die Anleihen der Nazis. Das ist das, was die herleiten. Und das ist das, was wirklich läuft. Und meine Damen und Herren, und wissen, was die beste Nummer ist von denen? Ich habe es in mein Heft so ganz lapidar reingeschrieben. Und aus dem Kaufhaus rannte der ertappte Dieb und schrie am lautesten, haltet den Dieb. Noch etwas hier für die Kamera. Meine Beobachtung und meine Feststellung, alleine durch die Konditionierung, die wir hier durchlaufen haben in der Nachkriegsgeschichte, kann man sich hier hinstellen und mit Fug und Recht sagen, seit Bestehen der Bundesrepublik gibt es keinen nennenswerten Rechtsradikalismus, außer den, der von dieser Regierung selbst vorgetragen wird. Diese BRD braucht die NPD wie die Luft zum Atmen, als Polarisationsfigur. Und die sind doch der, man kann das nachvollziehen, die standen doch schon mal vor dem Verfassungsverbot dieser NPD vor 20 Jahren, da war noch Otto Schily Innenminister. Ne? Und warum hat die Sache nicht funktioniert? Weil das Bundesverfassungsgericht festgelegt hat, ja, da wollen auch die ganzen V-Leute wissen. Ja, und wenn die ganzen V-Leute veröffentlicht hätten, hätten die festgestellt, dass der ganze Laden ja nur aus denen besteht. Und das wollten die nicht. Und die werden auf jeden Fall diese Polarität aufrechterhalten, damit man das nicht merkt. Natürlich haben die das gemacht unter dem Vorwand, Nationalsozialismus und Faschismus zu bekämpfen. Und weil das so ist, kriegt man ja gar nicht mit, dass die das Gesetz gemacht haben, es selbst sind. Genau. Das ist die cleverste Nummer, die ich je gesehen habe.
Und das kriegt man auch nicht mit. Und wenn Sie dann mal schauen, natürlich gibt es in Deutschland eine latente Gefahr. Und so langsam wachen immer mehr Menschen auf. Und dann sehen die das und dann muss ich hingehen und dann guckt man jeden Tag auf NTV oder N24, kommt irgendwas, der Hitler und die Frauen und der Hitler und die SS, Adolf und weiß ich was und so weiter. Wissen Sie, was passiert? Das genau ist Kalkül. 50% oder noch mehr der Leute sagen, lass mich damit in Ruhe, ich will das nicht sehen. Und die anderen, die sagen, Moment mal, wenn ich das hier jeden Tag schlucken muss, den Müll, stimmt das überhaupt? Und dann fangen die an, in der Geschichte zu recherchieren. Mit dem Ergebnis, eventuell Bewunderung. Das ist kalkuliert. Und dann haben die wieder die Polarisierung und die Polarisationsfigur, die die brauchen, dass wir diesen Dämon letzten Endes gar nicht loswerden. Die Bewunderung dafür ist einkalkuliert. Wenn Menschen anfangen zu überlegen und nachzudenken, und da besteht eventuell die Gefahr, in den nächsten Rattenfänger hinterher zu laufen. Nur weil die uns im Prinzip eine ganze Menge Lügen über die Geschichte erzählt haben, werden wir wieder nicht in der Lage sein, durch die Abstellgleise, die gemacht werden, die wahre Geschichte zu erkennen. Fatal. Wenn Sie dieses Thema verinnerlicht und inhaliert haben, dass Sie, das werde ich Ihnen gleich zeigen, keine nennenswerten Rechtskenntnisse brauchen. Mit 5 bis 10 Artikeln kommen Sie hier durch und sind mit Ihren Brüdern fertig. Und alles andere anzuwenden, hat letzten Endes keinen Wert mehr. Und dass das keinen Wert hat, kann ich Ihnen zeigen. Denn wo sind denn jetzt die positiven Dinge? Wissen Sie, wir können hingehen und sagen, das sehe ich so und das sehe ich so, im Grundgesetz gibt es nicht mehr und so weiter und so fort. Dann sagen die, ja, ihrer guten Rechtsauffassung können wir nicht folgen. Und dann stempeln die uns sozusagen als die Nazis. Kommst du rein an der Behörde oder kommen die ganzen Rechten? Wissen Sie, das schon aus marketingtechnischen Gründen, das ist richtig gut. Habe gesagt, als Norbert Gogolin bei mir saß, mir war vorher wichtig, dass die keine Legitimation haben für unsere Stiftungsgeschichte und so weiter. Das habe ich gebraucht. Aber als ich gesehen habe, der hat mir nur 3 Sätze gesagt. Ich habe sofort begriffen, was? Deutsche Staatsangehörigkeit von Adolf Hitler? Das ist ja ein Ding. Super. Da lässt sich was draus machen. Aus dieser Geschichte. Und dann gucken wir uns mal an, wenn die uns die Gesetze bestätigen, auch Besatzungsrecht, Chefgesetz, was steht denn da so Schönes drin? Dann müssen die gar nicht weit gehen. Und deswegen brauchen sie nur die paar Dinge. Sie brauchen, sag Ihnen das mal, was sie brauchen zur Argumentation, um überall, egal was es ist, durchzukommen. 60 Grundgesetz, 116 Grundgesetz, 139 Grundgesetz, 146 kommt, ist ja alles drin, auf der CD. Und die Unterlagen sind auch alle da. 146 Grundgesetz, Chefgesetz Nummer 1, Kontrollratsgesetz Nummer 1, SMAD-Befehl, glaube ich, Nummer 2 oder 5 und das Urteil des Generaltribunale von 1947. Dann sind Sie mit denen durch. Eventuell noch Richtergesetz, Paragraph 18, dann warten. Zeige ich Ihnen jetzt gleich, was es damit auf sich gehabt. Da steht nämlich drin und da haben die ja gesagt, dass das gilt. Und ich meine, die Gesetze sind ziemlich eindeutig formuliert und sie brauchen sie eigentlich gar keine Rechtskenntnis und da braucht man gar kein ausgebildeter Jurist zu sein. Da werden Sie mir zustimmen, wenn Sie sagen, wenn Sie das lesen, die Auslegung oder Anwendung des deutschen Rechts nach nationalsozialistischen Grundsätzen gleichgültig, wann und wo dieselben kundgemacht wurden, ist verboten. Ist das eindeutig? Haben Sie gesehen, und das ist in den Gesetzestexten steht es drin, und auch zwar von der Bundesrepublik, wo die genau die Anleihen finden, das finden Sie in den Rechtstexten. Punkt. Das ist keine Interpretation von mir. Da müssen Sie mit denen gar nicht diskutieren. Es gibt darüber keine Diskussion. Das steht im Gesetz. Punkt. Was steht im Chefgesetz? 1. Also es geht übrigens los, die folgenden nationalsozialistischen Grundsätze, die seit dem 30. Januar 1933 eingeführt wurden, sowie sämtliche Ergänzungs- und Ausführungsvorschriften, Gesetze, Bestimmungen von denen, die mit ihrer Wirksamkeit kommen. SMAD-Befehl Nummer 2, Absatz 5, steht das gleiche drin. Kontrollratsgesetz Nummer 1, heißt schon, Aussetzung der Nazi-Gesetze, da kann man ja schon mit dem Artikel agieren, da weiß man ja wahrscheinlich, was da drin steht in dem Gesetz, da müssen wir schon gar keinen Text mehr wissen. Und dann dieses Urteil Tribunale, das ist natürlich ein bisschen länger, aber vom Inhalt steht drin, dass die den Stand der Anwendung der Gesetze 1947 zurückgesetzt haben auf den 30. Januar 1933. Meine Damen und Herren, und deswegen ist die ganze Geschichte so einfach. Einkommensteuergesetz ist von 1934, das ist mir verboten. Das Anwendung von Nazi-Gesetzen. Als Befehlsempfänger darf ich nicht. Achso, ich will übrigens auch nicht. Aber ich darf nicht. Meine Damen und Herren, es mir verboten. Durch die Alliierten, durch die von ihnen bestätigten Gesetze. Und da kommen die jetzt aus der Nummer nicht mehr raus.
Weil die kommen ja immer bei vielen Reizungsstörungen, ja, da gehen die in die Klapper und so weiter und so fort. Aber es ist ein bisschen schwer, mit der Klapper zu kommen, wenn man sich vorher von ihnen die Gesetze, die gültig sind, bestätigen lassen, dann hält man sich nur noch vor die Nase. Grundgesetz habt ihr gesagt, gilt, hier ist es, was steht da drin? Das habt ihr gesagt, das gilt, das steht hier drin. Das hier sind eure Verwaltungsvorschriften. Das, meine Damen und Herren, ist der Punkt, was wir machen und versuchen. Ich denke mir nicht irgendwelche neuen Geschichten raus, sondern wir versuchen sie auf ihr Monopoly-Spieltisch zu kriegen, an ihren eigenen Gesetzen aufhängen und nicht irgendwas eigenes postulieren. Das ist der Punkt. Und hier die Metamorphose im Reichstagsstaatsangehörigkeitsgesetz. Das ist so mutiert. 1913, Deutschland ist für die Staatsangehörigkeit an einem Bundesstaat oder die unmittelbar Reichsangehörigkeit gesetzt. Und dann haben wir immer diese Texte gefunden. Und ich kann Ihnen sagen, ich weiß nicht, was das bedeutet. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann ändern die das wieder und dann machen die das auf einmal. Da steht alles das Gleiche da, auf einmal ist das hier in Klammern gesetzt. Dann machen die 2002 sowas. Das hier unmittelbare Reichsangehörigkeit, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich sage Ihnen, das hat eine Bedeutung. Ich weiß nur noch nicht welche. Aber wir werden mal nachfragen. Aber ich zeige Ihnen gleich mal, wie die auf einmal auf Briefe antworten, wenn man es mal genau wissen will. Da müssen wir dann auch gucken. Und heute steht dort drin, Deutschland im Sinne dieses Gesetzes ist, wer die deutsche Reichsangehörigkeit besitzt. Und da, deutsche Staatsangehörigkeit. Und dadurch, dass die hier, also das hier, diesen Text vom 8.12.2010 hat nicht mal Adolf Hitler gemacht. Dazu muss man schon Bundesrepublik heißen. Weil jetzt haben wir uns auch noch die Kolonieangehörigkeit weggenommen und haben an den Eintrag im Gesetz selber, wo noch unmittelbare Reichsangehörigkeit, die war ja wenigstens noch definiert, denn in den Rechtstexten stand ja die Definition drin, was die unmittelbare Reichsangehörigkeit ist. Da hatten wir wenigstens noch eine Kolonieangehörigkeit. Mein Gott, immerhin. Wie im britischen Empire, nur für uns West, Südwest, Namibia. Immerhin, ist doch toll. Hat man auf Deutschland ausgedehnt. Das war eine Kolonie, wie ich auch glaube, dass der ganze Zweite Weltkrieg nur ein Firmenkrieg war. Staaten haben da schon gar keine Rolle mehr gespielt. Weil das ist dann nicht nur hier so gewesen. Aber hier haben wir übrigens eine Chance, wieder die Welt zu verändern. Deutscher im Sinne dieses Gesetzes ist, wenn die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Und dadurch, dass die deutsche Staatsangehörigkeit juristisch mit nichts mehr hinterlegt ist, bedeutet sie die Staatenlosigkeit. Und das habe ich abgefragt. Das sind so Briefe, da steht dann auch drauf, darauf müssen die dann antworten, Prüfantrag meiner Staatsangehörigkeit in der BRD. Und wie gesagt, ich habe mich mal so ein bisschen beschäftigt, das waren so die Eskalationsfragen, die ich gesagt habe, ich zeige Ihnen mal nachher, wie die Briefe aussehen. Aber die entscheidende Frage war, habe ich ans Einwohnermeldeamt geschrieben, besitze ich immer noch die Nazi-Staatsangehörigkeit, deutsche Staatsangehörigkeit, deutsch, oder wurde nun diese weiter ausgehöhlt, sodass ich seit dem 8.12.2010 staatenlos bin? Interessiert Sie die Antwort? Als Leiterin des Amtes für Bürgerdienste, zugleich Pass- und Äußerstelle des Bezirks Treptow-Köpenick, teile ich Ihnen mit, dass ich die Bearbeitung Ihrer Anliegen ablehne. Bitte wenden Sie sich hinsichtlich der rechtlichen Klärung Ihrer Staatsangehörigkeit an einen Staatsrechtler bzw. Staatsrechtler. Gender! Gender auch noch mit drin. Super. Volltreffer. Meine Damen und Herren, Volltreffer versenkt. Das war's. Und weißt du was, wenn Sie es nicht glauben, probieren Sie es selbst. Sie werden die Antworten kriegen. Habe ich eine Petition gemacht? Bundestag. Die Petition übrigens, die ist super formuliert. Sie sehen das hier immer noch geschrieben. Die wissen übrigens alle Bescheid. Ich habe übrigens persönlich dem Bundestag angeschrieben und habe mir die Abstimmungs- und Leseprotokolle zuschicken lassen wollen für das Bundesbereinigungsgesetz über Besatzungsrecht. Die haben sie mir zugestimmt. Ohne Abstimmung. Wenn die Vertreter der obersten Legislative Gesetze vorgelegt kriegen, die sie nicht mal abnicken müssen, weil die werden ihnen nur zur Kenntnis gegeben, da könnte man ja mal auf die Frage kommen, sind sie hier in der obersten Legislative, oder? Und dadurch, dass das permanent so geschieht, und ich das in den Abstimmungsprotokollen so gelesen habe, gehe ich davon aus, dass die alle Bescheid wissen. Es kann nicht anders sein. Übrigens haben wir alle mit diesem Thema bombardiert. Alle Fraktionen, übrigens von NPD bis Linke, die tauchen alle ab. Alle. Keine Antwort von niemandem. Schreibt man den Bundestag an, und das ist übrigens höflich formuliert,
Ich schreibe genau rein, was und wo Sie immer mit genauen Gesetzesquellen, wie hier noch ziemlich ausführlich ist, ein Text auch drauf auf der CD, können Sie gerne selbst anwenden. Schreiben Sie es mal in Ihren Landtag, an Ihr Einwohnermeldeamt oder wen auch immer. Dann warten Sie mal die Antwort ab. Nichts ersetzt die persönliche Erfahrung, sage ich Ihnen. Dann wissen Sie es wenigstens selber. Dann haben Sie es sich nicht von mir erzählen lassen, sondern haben die ganze Geschichte mal selbst gemacht. Aber ich kann Ihnen schon sagen, wie diese ganze Geschichte ausgehen wird, denn ich zeige Ihnen gleich den Brief, der vom Bundestag an mich gerichtet wurde. Ich habe noch reingeschrieben, Beschwerde aus Sorge der Unkenntnis, das ist doch höflich. Ich habe immer noch unterstellt, die armen Leute, die wissen nichts. Wir haben sie, und die sollten auch mal tätig werden. Und vor allen Dingen Forderung der Schaffung politischer Umstände und Voraussetzungen zur Möglichkeit des Abschlusses von Friedensverträgen zwischen Deutschland und den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges. Das ist doch positiv formuliert. Dann wissen Sie, meine Damen und Herren, wir besprechen hier gerade ein Weltthema. Denn weil das so ist und wir keinen Friedensvertrag haben, den jetzt schon offen gelassen hat, weil war nicht beabsichtigt, machen wir nicht diese ganze Geschichte. Und das Potsdamer Abkommen schrieb vor, der Zweite Weltkrieg ist dann zu Ende, wenn die drei Achsenmächte einen Friedensvertrag haben. Und zwar ist die Rede von Italien, Japan und Deutschland. Japan hat einen, Italien hat einen, Deutschland hat keinen. Und weil das so ist, ist der Zweite Weltkrieg nicht zu Ende. Und haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, alle Nachkriege, Millionen von Toten, die wir haben seit dem Zweiten Weltkrieg, die sind überall rein, ohne Kriegserklärung, Vietnamkrieg, Koreakrieg, Afghanistan, Vietnam und so weiter und so fort. Und warum? Sie brauchen keine Kriegserklärung, weil der Zweite Weltkrieg noch nicht beendet ist. Das ist der Grund. Deswegen ist das so wichtig. Und deswegen ist es doch toll, wenn sich Leute finden, die sich dafür einsetzen und die Unterstützung haben. Machen wir doch mal was, dass wir hier mal einen Friedensvertrag kriegen. Wäre doch mal eine tolle Initiative und eine tolle Sache, die auch von dieser Bundesrepublik ausgehen könnte, auch wenn wir die eigentlich nichts zu sagen haben. Aber als Abgeordneter könnte man sich doch mal glatt dafür einsetzen. Wissen Sie, was als Antwort kam? Ganz kurz, eine Seite, hier ist sie. Hier war die Seite schon zu sehen und hier ist der entscheidende Text. Die Staatsangehörigkeit in § 1 regelt, Deutscher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Der Eintrag der Staatsangehörigkeit wird durch ein Adjektiv bestimmt, hier Deutsch. Ein Staatsangehöriger kann nicht die Bundesrepublik Deutschland oder Deutschland sein. Verstehen Sie den Satz? Super qualifizierte Sachen vom Bundestag. Übrigens so ganz nebenbei. Die Petitionsausschussvorsitzende im Deutschen Bundestag ist eine Linke. Und die schreibt mir weiter, als weitere Anlage füge ich eine Kopie der Verfahrensgrundsätze des Petitionsausschusses bei. Gemäß Ziffer 7.3 handelt es sich um eine mangelhafte Petition, sofern sie gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstößt. Ich weise den 13, 14 Seiten nach, wie Sie gegen die sogenannte verfassungs- oder grundgesetzliche Ordnung verstoßen. Die werfen mir das im Antwortschreiben vor. Das ist juristisch unter aller Sau und auch noch menschlich. Und soll ich Ihnen was sagen? Hier geht gar nichts mehr. Sie brauchen hier nichts zu versuchen, wir sind hier durch. Das war's. Und ich sage Ihnen, die wissen doch alle Bescheid. Da sitzen die wahren Nazis, meine Damen und Herren. Und glauben Sie nicht, dass die freiwillig und einfach verschwinden werden. Welche Möglichkeiten bieten die denn nun auf der von Ihnen selbst vorgegebenen gesetzlichen Grundlage? Ich sagte schon, was sollten Sie wissen? 116.1. Deutschland im Sinne dieses Gesetzes ist, der vorbehaltlich andergewärtiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Damit wird auf diese Nazi-Kiste verwiesen und damit verstoßen Sie gleich gegen 139 Grundgesetz, denn zur Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht berührt. Das ist ja toll. Artikel 15 der Menschenrechtserklärung, die sind hier in Deutschland zwar außer Funktion, habe ich auch viele amerikanische Aufsätze gelesen, dass die Menschenrechte für Deutschland sowieso außer Funktion sind. Da gibt es hier keine Menschen, nur Bekenntnis und eingetragenes Personal und Sklaven. Aber es ist Geschichte für sich. Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit. Niemand darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen werden, noch das Recht versagt werden, eine Staatsangehörigkeit zu wechseln. Haben die aber gemacht. In 16 steht drin, die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur aufgrund eines Gesetzes oder gegen den Willen des Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird. Haben die gemacht. Die haben die Staatenlosigkeit herbeigeführt. Sie verstoßen gegen ihre eigenen Gesetze. Im deutschen Richtergesetz, wissen Sie, wie leicht es ist, da rauszukommen? Eine Ernennung ist nichtig, wenn sie von einer sachlich unzuständigen Behörde ausgesprochen wurde. Und hier, eine Ernennung ist ferner nichtig, wenn der Ernannte im Zeitpunkt der Ernennung nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 Grundgesetz war. Also, jeder Richter
muss sozusagen Personalausweisträger sein. Er ist staatlos. Deswegen hat er keine Legitimation. Und zudem benutzt er Nazi-Dokumente. Das ist mir verboten. Fangheitsantrag. Verstehen Sie? Dadurch entstehen übrigens nichtige Verwaltungsakte. Nichtige Verwaltung. Wissen Sie, was ein Verwaltungsakt ist? Steuern? Können Sie das Ausmaß erkennen? Dass da alles dran hängt? Einfach alles? Und dass Sie sich nur noch auf dieses Thema konzentrieren brauchen und auf nichts weiter, weil da alles andere dran hängt? Alles. Ja. Wie gehen wir nun in unserer Zukunft ein Zuhause? Meine Damen und Herren, das ist eine spannende Frage, die ich mich im letzten Teil widmen möchte. Haben Sie noch so viel Zeit? Ja. Wie lange darf ich noch? 20 Minuten, ja? Okay? Stunde. Okay? Ich zeige Ihnen, was Sie hier gemacht haben und wie es weitergeht. Das ist deren Fahrplan mit den entsprechenden Rechtstexten und Auszügen, wie das in der Europäischen Union gehandhabt wird, und danach lässt sich ein Muster erkennen. Die machen jetzt genau das gleiche Spiel. Wir hatten 1871 die doppelte Staatsangehörigkeit, Heimatreich. Heimat. Reichsangehörigkeit war nochmal Heimat, Staatsangehörigkeit war Heimat. Dann trennt man die Staatsangehörigkeit in unmittelbare Angehörigkeit und Staatsangehörigkeit, also Kolonie und Heimat. Deswegen R, rot, ist Ausland und dann die echte Staatsangehörigkeit. Dann vereinheitlicht man die ganze Sache, indem man die Staatsangehörigkeit rausschmeißt und sie auf die Reichsangehörigkeit schaltet. Damit hat man uns zur Kolonie gemacht. Das wurde dann in der BRD ran weitergeführt. Und 1992 kommt eine doppelte Staatsangehörigkeit für die EU-Staaten. Und die Flagge, dass es sich um eine Firma handelt, ist immer durch den Goldrahmen gekennzeichnet. Aber es ist eine andere Geschichte. Und übrigens, selbst wenn der amerikanische Präsident vorfährt auf dem Wagen, da werden Sie immer die Fahne der Vereinigten Staaten von Amerika sehen, wie uns auch in jedem Gerichtsfilm, mit einer Goldkorde drum. Das zeigt immer die Firma an. Washington DC. Im echten Sprachgebrauch übersetzt heißt es, hier kommt der Geschäftsführer der Corporation Vereinigten Staaten von Amerika, die in Geschäftsführung das Rechtssubjekt Vereinigten Staaten von Amerika vertritt. Das ist das gemeint. In der Europäischen Union ist es immer das gleiche Spiel. Und dann macht man die doppelte Staatsangehörigkeit, Kolonie BRD, Unionsangehörigkeit und Staatsangehörigkeit. Bei uns Kolonie und Kolonie, also Unionsangehörigkeit und Staatsangehörigkeit. Man wird die Sache vereinheitlichen in eine unmittelbare Unionsangehörigkeit. Und deswegen sind unsere Pässe wieder rot geworden. Da steht jetzt drauf Europäische Union und dann Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, die Union ist die Kolonie. Und dann treten die Leute bei mit ihrer Staatsangehörigkeit, die man dann in Folge genauso aufweichen wird, wie das im Deutschen Reich. Und dann sind wir alle in der Kolonie EU und dann werden wir privat verwurstet und verarbeitet nach dem Lissabon-Vertrag. Und dann sind wir völlig rechtlos und vogelfrei. Und das, was die in Deutschland gelernt haben und in der Metamorphose der Geschichte, ziehen die auf Unionsebene durch. Und jetzt ist mal interessant, die Ausnahmen zu beobachten, meine Damen und Herren. Folgende europäische Staaten achten auf ihre Souveränität und haben keine Unions-, also Kolonieangehörigkeit. Andorra, Albanien, Färöerinseln, Grönland, Island, Liechtenstein, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Norwegen, Schweiz und San Marino. Die haben ihre Staatsangehörigkeit behalten. Und dann passiert noch was Lustiges. Es gibt doch Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs von Großbritannien ohne Unionsangehörigkeit. Raten Sie mal, wo? Die haben auch eigene Pässe dort. Isle of Man, Guernsey und Jersey. Und dann gibt es da noch den Vatikan. Die haben das auch nicht. Zufälle gibt es. Ach, ich darf Ihnen verraten, wo die Queen ihr Vermögen verwaltet. Ja, da bleibt man Mensch. Wenn man es denn erkannt hat. Da. Und nirgendwo anders. Hier sind wir in die Kolonie und werden in die Rechnung geführt, wenn wir nicht aufpassen. Übrigens, die Einzigen, die so eine Hand haben, dieses Ding umzudrehen, sind wir in Deutschland. Weil überall funktioniert die Versklavung rechtmäßig. Außer hier. Durch diesen besonderen Status, den wir haben. Und weil uns die Briten gesagt haben, dass das Deutsche Reich augenscheinlich in die Freiheit entlassen wurde. Leider kümmert sich keiner darum durch die Konditionierung. Also der Weg ist frei.
Aber wir drängen uns in dem schönen Haus alle in der Besenkammer, die sich da BRD nennt, und lassen uns permanent Nazi-Ausweise mit Deutsch andrehen und so weiter. Dabei brauchen wir bloß die Treppe in die herrschaftlichen Räume runterzugehen, nennt sich Deutsches Reich. Und wir sollten dann unsere Heimatstaatsangehörigkeit wieder reklamieren, und das können wir tun. Was tun die Mächtigen? Das hatten wir auch schon hier. Deswegen bin ich der Meinung, denn diese Sachen werden funktionieren. Nämlich proklamieren, postulieren, verordnen, erlassen und gebieten. Was tun die Ohnmächtigen? Ohnmächtige beantragen, befolgen, reklamieren, demonstrieren und protestieren. Hat das schon mal irgendwas gebracht? Gehen Sie zum Amt und stellen keinen Antrag mehr. Gehen Sie zum Antrag und geben Sie eine Proklamation ab. Geben Sie eine Erklärung ab. Machen Sie Ihre eigenen Verordnungen. Denen gegenüber zeigen Sie denen an, wie Sie morgen mit ihnen umzugehen haben, weil die Rechtslage so und so ist. Und da diskutiere ich nicht mehr mit denen. Wir zeigen das an. Dieses Zitat kam schon. Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen. Und wir haben alles Recht auf unserer Seite. Zum Beispiel hier, Artikel 146 Grundgesetz. Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Und dann sagen die, da kann man richtig an Stand gehen. Müssen wir ein paar Parteien machen. Bisschen Mut. Das Einzige, meine Damen und Herren, was es braucht, ist Rückgrat. Dann erzählen uns die Bruder, ja, hier, Grundgesetz ist jetzt unsere Verfassung. Dann sage ich, ja, warum haben Sie denn 1990 den Text sogar noch geändert und das reingeschrieben? Wenn Sie sagen, das Grundgesetz ist unsere Verfassung, hier ist das Grundgesetz, hier ist der Edding, streichen Sie es doch raus. Streichen Sie es doch raus, machen Sie doch. Dann müssen wir die Reaktion abwarten. Ach, können Sie nicht, dürfen Sie nicht. Heißt ja auch Grundgesetz für die Bundesrepublik, haben Sie gar nicht gemacht, hat man Sie auch nicht gefragt, ne? Ach Mensch, Sklave wie wir sind wir wenigstens in einem Boot. Also immer auch den Menschen die Möglichkeit geben, aus dieser ganzen Nummer auszusteigen. Und deswegen bei uns diese Urkunde. Und wird auf vielem Internet diskutiert und sowas. Und ich meine, mein Gott, jeder kann da seinen eigenen Weg versuchen. Wir sind der Meinung, weil wir das kennen und das auch abgefragt haben. Diese Weimarer Verfassung, ich weiß, das ist ein Besatzungskonstrukt. Das ist eigentlich das Grundgesetz Nummer 1. Das ist, wenn man so will, fast erst durch die Anerkennung von Versailles eine Verräterverfassung, aber die hatten ja damals auch keine andere Chance, es war eine völlig andere Situation als heute. Und man kann tausend Gründe nehmen, nur auch mit dieser Verfassung haben wir 1945 den Krieg beendet und die wurden überlagert durch den 2+4-Vertrag und das Grundgesetz. Und das Grundgesetz selbst nimmt Bezug auf die Weimarer Verfassung. Nur diese Weimarer Verfassung beschert uns eins, nämlich noch unsere Länderstaatszugehörigkeiten, und die sollen wir uns holen. Wisst ihr, ich muss gar keine neue Verfassung machen. Im 146er steht auch gar nicht die Forderung drin, irgendwie eine neue Verfassung zu machen. Sondern es gilt so lange, bis sich das deutsche Volk eine Verfassung annimmt. Und wisst ihr, ich bin mit diesem Schein zu einem Monat, das macht übrigens Spaß, müssen wir machen. Hätte ich gar eine Karte gezogen, was wollen Sie denn hier? Na, ich habe hier eine Urkunde, und die werde ich vorhin unterschreiben, und ich hätte gerne die Bestätigung. Wie, was, die Urkunde? Nee, nur, dass ich die Unterschrift geleistet habe. Was wollen Sie denn? Na, ich nehme jetzt von Ihren Augen die Weimarer Verfassung an. Was, wie? Ich setze Ihren Grundgesetzauftrag um. Da steht doch in Ihrem Grundgesetz, da drin steht drin, gilt so lange bis Verfassung. Ne? Und soll ich Ihnen was sagen? Heute ist der Tag für mich gekommen. Ich mache das heute. Wie, was? Da sagen Sie mal, und dann sollen Sie mir hier bestätigen, Ausweisnummer, Vorname, und dann schreiben Sie Ihren Personennummer rein, Ihren Passnummer, was immer Sie von denen gekriegt haben, guckt die Sie an, ja wie? Da sagen Sie mal, Sie haben hier doch das Ding eingedreht. Ja, kriege ich bei Ihnen auch was anderes? Nö. Dann sagen Sie mir, dass Sie das Ding von mir gekriegt haben, wozu brauchen Sie denn das? Ich gehe damit zu den Alliierten, was wollen Sie denn damit? Ich zeige mich als Nazi an. Ja, Sie haben Sie mich hier zum Nazi gemacht. Die fällt auf den Hocker. Ich kann Ihnen eins versprechen. Wenn Sie die Nummer mal so ein bisschen einstudieren und richtig durchziehen, auch nach unseren Grundsätzen, wie mit den Behörden umzugehen ist, wenn Sie das richtig gut machen und so ein bisschen argumentieren können, Sie können richtig viel Spaß haben. Ja. Ehrlich. Und das geht von totaler Ablehnung bis hin, in Bayern ist es uns bei schon jemand erklärt, der hat sich nicht genau durchgeführt und gesagt, das ist cool, das mache ich gleich mit. Sie holen die Leute ins Boot. Verstehen Sie? Das ist wichtig. Und vor allen Dingen, es ist kein Angriff auf die, weil nach 139 Grundgesetz ist ja, wie wir eben gelesen haben, zur Entnazifizierung sind die ja gar nicht zuständig, denn es ist kein Gegenstand des Grundgesetzes. Nur, sie wären ethisch-moralisch verpflichtet, mich zu unterstützen, auf meinem Weg eine Nazi-Staatsangehörigkeit loszuwerden. Und sieht verdammt blöd aus, wenn die von oben die Anweisungen kommen, das passiert hier nicht. Den Klaus lassen wir auslaufen.
da habe ich richtig Briefe vom Bezirksbürgermeister bei mir, wo ich geschrieben habe, sagen Sie mal, mein berechtigtes Ansinnen, Nazi-Staatsangehörigkeit loszuwerden, haben Sie nicht unterstützt. Und bei der Gelegenheit hätte ich ja gerne mal von Ihnen gewusst, was tun Sie eigentlich gegen die Nichtanwendung von Nazi-Gesetzen in Ihrer Behörde? Und dann können Sie bei uns mal auf der Internetseite gucken und auch an den CDs werden wir es aufbringen. Wir sind immer noch beim Zusammensammeln, aber eigentlich reicht das schon. Sie werden sich zu Todes freuen und sowas, welche Nazi-Gesetze heute in Anwendung sind. Da fahren Sie erstmal tot um. Dann habe ich den angeschrieben, sagen Sie mal, was tun Sie denn, dass das in Ihrer Behörde nicht geschieht? Schreibt ihr mir noch zurück. Er hat mein Anliegen geprüft, bei Ihnen ist alles in Ordnung. Das ist gut, wissen Sie, das nochmal schriftlich zu haben, dann weiß ich das jetzt von denen. Ist doch toll. Setzen wir doch die Jungs mal alle auf den Tropf. Ich freue mich schon auf seinen nächsten Wahlkampf, SPD. Ne? Da kann man doch eine ganze Menge machen. Das sind doch die. Das sind Netter, Schlepper, Bauernfänger. Sowas zu machen, wie man mit den Briefen umgeht. Auch die Anträge an die Russische Föderation, einen Antrag auf Rehabilitation der Heimat und das Heimatrecht, ist immer wieder bei den Russen. Heimatrecht beantragen. Ne? Das dauert Monate, die sagen, sind nicht zuständig. Jetzt haben wir schon Briefe von der Militärstaatsanwaltschaft aus Moskau zurück, die haben es weitergereicht. Oh, die beschäftigen sich damit. Wir haben auch die Antworten von Putin, dass sie das jetzt zur Kenntnis, dass sie das haben, entgegengenommen haben. Und gucken Sie mal auf die Antworten beim Petersburger Dialog. Putin und Merkel und sowas, da kann man so ein bisschen Material reingeben. Und ich glaube, auch für die ist es ein bisschen schwer zu verstehen, mein Gott, die sind ja wirklich dafür zuständig. Denn die Frage, die ich gestellt habe, sagen Sie, meine echte Staatsangehörigkeit so und so, die können die das ja nicht ausstellen. Die haben halt außer Deutsch nichts anderes im Angebot. Deswegen ist das ja auch so schön. In dem Moment, wo Sie das machen, deswegen ist das auch für jeden, der das tut, völlig ungefährlich. Denn Sie greifen niemanden an. Sie machen eine Selbstanzeige und der Täter strahlt im hellen Licht. Das ist doch cool. Das ist wie früher bei der Disco. Ilja Richter, Licht aus, Gott an. Da seid ihr und ihr wisst, was ihr tut. Das ist gut. Verstehen Sie? Kein Kampf, sondern mal zeigen. Und das ist dann für die Leute ungemütlich. Und jetzt schlägt die Konditionierung zurück. Wissen Sie, wie geplättet die sind bei der Konditionierung? Nazis wollen die auch alle nicht sein. Dann fahre ich das aber brutal aus, das Spiel. Ja, guck mal, was ihr hier macht. Das sind die Grundlagen, so und so und so sieht es aus. Ach du Schande, da laufen die aber Armut in den Behörden. Und die Lösung ist im Grundgesetz selbst vorgegeben. Und jetzt mal das Geld ist immer von uns interpretieren rein, wie es zu verstehen ist. Denn wenn man das nicht genau liest, überliest man die wirklich wichtigen Dinge. Denn der Weg der Freiheit, behaupte ich auch von Rothschild und Konsorten, ist aus karmischen Gründen immer definiert. Der Weg in die Freiheit ist vom System immer vorgegeben. Er wird nicht plakatiert. Und Recht, meine Damen und Herren, ist keine Bringeschuld von denen, sondern eine Hohlpflicht von uns. Und ich zeige Ihnen hier an diesem Gesetz oder an diesem Punkt den Weg, wie Sie sich alle freiwillig in die Sklaverei begeben haben. Und deswegen kann nur jeder diesen Weg nach Canossa gehen und sich die Freiheit wieder zurückholen. Das wird niemand für Sie tun, außer Sie selbst. Und ich finde es völlig in Ordnung, dass das so ist. Alles, was es braucht, ist Menschen mit Rückgrat. Sie brauchen gar kein umfassendes Rechtswissen. Mit den drei Dingen, die hier auf der Präsentation sind, kommen Sie völlig hin. Denn wenn man die Sache zusammendampft auf das Wesentliche, ist es ganz einfach. Damit möchte ich Ihnen auch die Angst davor nehmen. Und wenn Sie mal wirklich Rückgrat bewiesen haben und in der Behörde waren und die da vom Hocker gefallen sind, macht Spaß, wenn man nach Hause läuft. Da geht man gleich ein Stück auf Rechter wieder raus. Das kann ich Ihnen versprechen. Artikel 162 Grundgesetz. Frühere deutsche Staatsangehörige, also Vater, Mutter, Oma, Opa, denen zwischen dem 30. Januar 33 und 8. Mai 45, also die Zeit des Dritten Reiches, ne? Die Staatsangehörigkeit, ja was gab es denn bis dahin? Preußen, Bayern, Sachsen und so weiter und so fort. Aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen worden ist, also allen ist die entzogen worden, sind ja in die Kolonie gegangen. Und ihre Abkömmlinge. Abkömmlinge? Sie brauchen irgendjemanden in Ihrer Familie, der vor dem 30. Januar 33 geboren wurde. Und wenn Sie das nachweisen können, sind Sie ein Abkömmling von denen und haben deren Staatsangehörigkeit, nämlich Preußen, Bayern, Sachsen. Also mein Opa war Preuße. Die habe ich ererbt. Sind auf Antrag wieder einzubürgern.
wohin denn? Gute Frage. Du können die das nicht machen, weil die haben ja nichts anderes als deutschem Angebot. Die haben aber eins, in Form einer Entlassungsurkunde gemäß Staatsangehörigkeitsgesetz § 18, eine Verzichtsurkunde. Sie gelten als nicht ausgebürgert, also wir, sind also immer noch Staatsbürger von Preußen, Bayern, Sachsen und so weiter, sofern sie nach dem 8. Mai 45 ihren Wohnsitz in Deutschland genommen haben. Hab ich? Und jetzt kommt das Blöde. Und nicht einen entgegengesetzten Willen zum Ausdruck gebracht haben. Haben sie. Der Antrag auf den Personalausweis war der Antrag auf den Firmeneintritt nach BRD. Und die Annahme von Deutsch. Und damit haben sie freiwillig auf ihre echte Staatsangehörigkeit verzichtet und sind freiwillig in die Sklaverei eingetreten. Und dieses müssen wir wieder rückgängig machen. Und zwar jeder für sich. Denn jeder hat für sich selbst den Personalausweis beantragt, richtig? Und da stand keiner mit einer Maschinenpistole dahinter. Der Antrag war freiwillig. Wie? Der ist doch aber gültig von bis. Aber der war ja, von bis Androhung von Gewalt. Ja, das können Sie aber machen, weil die Dokumente sind falsch und wenn Sie da richtig argumentieren, kommen Sie auch wirklich aus der Nummer raus. Ist so. Die geben dann sofort nach. Sie müssen richtig argumentieren, wie der hat eine dreimonatige Aufenthaltsgenehmigung, weil die Dokumente, die Sie ausstellen, sind falsche Dokumente, schon allein wegen Name und Familienname. Und so weiter und so fort. Und ob die falsch sind oder nicht, der Personalausweiszwang, von wem wurde der eingeführt? Nazis. Was stand da? Nazi-Gesetze sind verboten. Und tschüss. Fertig. Lassen Sie sich doch nicht ins Boxhorn jagen. Das ist von denen bestätigtes Recht. Ich erfinde doch hier nichts. Das ist doch deren Recht. Was hier anwenden, das ist verboten. Und jetzt sollten wir wieder unseren entgegengesetzten Willen. Und da hilft uns das BGB. Was habe ich gesagt, was hier gilt? HGB und BGB. Staatssachen sind da schon längst durch. Den müssen wir erstmal wieder zurückholen. Den müssen wir uns zurückerobern. 119 BGB. Anfechtbarkeit wegen Irrtum. Lese ich mal vor. Wer bei Abgabe einer Willenserklärung, über deren Inhalt ein Irrtum war oder einer Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte, kann die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist, dass er sie bei Kenntnis der Sachlage und bei vollständiger Würdigung des Falls nicht abgegeben haben würde. Und jetzt behaupte ich, jeder logisch denkende und freiheitsliebende Mensch würde bei Kenntnis aller Umstände niemals eine Erklärung abgeben, die eine Staatenlosigkeit oder eine Nazi-Staatsangehörigkeit beinhaltet, oder irre ich mich? Zack. Das tragen wir vor. Das steht alles in dieser Willenserklärung drin. Und im Staatsangehörigkeitsgesetz, im § 17, 26 und 30, ist genau der Weg vorgeschrieben, wie man aus der Nummer aussteigen kann. Und ich habe genau diese Verfahrensweise angewählt, um denen genau geschrieben, wie komme ich aus der Nummer raus, denn die hat mir bei der Behörde immer Folgendes gesagt, Herr Klaus, Sie können mir schreiben und machen, was Sie wollen. Und deswegen funktionieren die anderen Sachen nicht. Selbstverwaltung und Personenstandsanzeige und all die ganzen Dinge, weil in Ihren Registern werde ich geführt als Deutsch. Und ich muss Ihnen die Brücke bauen unter der Anwendung Ihrer Gesetze, die Ihre Verwaltungsvorschriften sind, nicht meine, wie ich aus der Nummer rauskomme. Und wenn Sie dann gegen Ihre eigenen Verwaltungsvorschriften verstoßen, sind Sie im Straftatbestand. Und dafür gibt es sofort eine Rechnung. Rechnung, meine Damen und Herren. Heimat ist ein Paradies. Ein Stück von den Wegen, die stehen da drin. Sie können eine ganze Menge eben auf der CD lesen. Die ist so eingeteilt, dass das Präsentation, also das, was ich hier als Vortrag gehalten habe, gibt es schon auf Video von mir und noch eine andere Präsentation und verschiedene Filme und Hefte und so weiter und so fort von diesen Dingen.